Willkommen bei der Familiensaga von Tony Sopranger, dem Mafia-Oberhaupt, oh Gott, man darf es nicht sagen, das Wort, dem Familienoberhaupt der Händlerdynastie von Genua. Unser Ziel ist es, dass wir unseren Reichtum vermehren und immer weiter vermehren und immer größer und größer werden, Turniere schlagen, aber auch grundsätzlich einen Gefallen einfordern, um uns entgegenzukommen, um der Familie entgegenzukommen, denn wir wollen eine Sache haben, Reichtum und Macht. Reichtum und Macht müssen wir nicht immer aus der ersten Reihe herausbringen. Also wir müssen nicht der König sein in erster Linie. Wir wollen aber irgendwann der König sein. Und wir wollen irgendwann, dass alle unter unserem wohlschönen Gesetzen zu leben haben. Mit Tony Sopranger haben wir da einen relativ guten auch, der gierig und zornig ist, aber auch demütig. Nämlich vor Gott müssen wir uns hinterher alle verantworten. Ein habgieriger Patriarch, der alles in seine Griffe bekommen möchte. Der römischen Kultur ebenfalls, sodass wir in die Fußstapfen der großen römischen Reiche hier bei uns in Italien treten. Was wird unser Ziel sein? Ihr seht, dass wir hier im Königreich Italien starten. Das heißt, wir können innerhalb von Italien selbst marodieren, schalten und walten, wie wir wollen. Fast wie die Mafia. Wir haben einen Schwerpunkt auf Verwaltung und auf Ränkespiel und wir werden auch versuchen, Italien von innen heraus zu zersetzen. Indem wir nämlich immer wieder kleinere Geschäfte irgendwo machen, uns neue Gebiete einherholen, damit wir dann damit besser haushalten können, damit wir diese verwalten können und damit wir auch den Spaß dementsprechend haben. So. Deswegen werden wir auch als Erste schon mal anfangen, sehr schnell Kriege um uns herum durchzuführen. Zum Beispiel hier zu Neo. Ob wir das uns holen können, das wird die Frage sein. Gucken wir uns aber erstmal insgesamt unser Spiel an. Ihr wisst, es ist wie immer, das hier ist ein Roleplay-Durchgang. Ich erzähle es nur nochmal im Vorfeld. Roleplay-Durchgang. Das bedeutet, Roleplay-Durchgang heißt, wir nutzen alles, was unser Charakter machen würde, auch in Realität, als erste Option. Das heißt, zum Beispiel negative Eigenschaft, die aber zu unseren eigenen Eigenschaften passt, wird vorgezogen, bevor wir etwas nehmen, das Min-Maxing ist. Wir schauen nicht nach Frauen, die intelligent, hübsch oder sonstiges sind und vererbbare Eigenschaften haben, sondern wir schauen nach Frauen, die uns zum Beispiel Bündnismacht geben können oder die bei uns in der direkten Nähe sind, mit denen wir wirklich auch hätten reden können mit den Oberhäuptern und heiraten uns jetzt nicht in eine Königsfamilie so schnell wie möglich ein. Alles ist im Sinne des Roleplays und wird auch so angegangen. So einfach ist es tatsächlich, ne? Lego Shipper und Black Drift, ich grüße euch beide. Hallo. Genua? Wer geht nicht? Wer geht nur? Ja, Genua nicht so weit weg, weil der Stream beginnt hier, ne? Renascon, vielen lieben Dank für dein Sub im 5. Monat. Der Ranger hat ein Angebot, welches man nicht ablehnen kann. Definitiv. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Aha. Uiuiuiui. Okay. So, das machen wir also. Schauen wir doch mal zuerst bei dem Lebenswandel rein. Da werden wir uns natürlich auf die Verwaltung fokussieren und nehmen hier als erstes den Schwerpunkt Reichtum. Vielleicht werden wir auch später die Schwerpunkt Domänen nehmen, aber wir gucken uns das Ganze nochmal an. Dadurch, dass wir auch das Ränkespiel noch mit dabei haben, schauen wir, ob wir vielleicht sogar hinterher Richtung Ränkespiel gehen. Ich würde aber erstmal Schwerpunkt auf Reichtum setzen. Und jetzt kommt eine der wichtigsten Fragen direkt am Anfang. Voldaris, grüß dich, hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du da bist. Habgierig passt einerseits von den Eigenschaften her, die unser Mafia erfüllen soll. Also, ist natürlich keine Mafia, sondern ist ein... Sopranger. Aber Architekt würde eigentlich auch gut zu dem passen, was unsere Familie vorhat. Weil wir wollen natürlich unsere Hafenstädte weiter ausbauen. Genua, diese Grafschaft bleibt dauerhaft in unserem Besitz. Das heißt, wir wollen schon dafür sorgen, dass zum Beispiel der Hafen von Genua immer und immer größer wird. Dass wir hier neue Gebäude bauen, die wir dann auch gut nutzen können für uns. Vor allem, weil Steueramtsstuben, Besitztumsteuer plus 15% reinhauen. Das ist schon alles super. Das ist schon alles toll. Vor allem dann noch Höfe hinterher mit dazu packen. Also ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch auf den Architekten als erstes gehen. Nennen wir es die Firma. Es ist die Firma, genau. Ein Interessenverbund. Genau, Interessenverbund. Und da würde ich euch gerne als erstes mit reinnehmen. Sollen wir zuerst auf habgierig gehen oder sollen wir zuerst auf Architekt gehen? Und da könnt ihr jetzt mal reinschreiben, 1 für habgierig oder 2 für Architekt, wenn ihr wollt. Einfach mal reinschreiben, passend. Und dann werde ich mal gucken. 1 ist habgierig, 2 ist Architekt. Schaut einfach mal. Fingtech, grüß dich. Viele sagen Architekt. Falls ihr auf dem Anker-Kanal das hinterher seht, schaut gerne mal auf YouTube auf Twitch vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Oder lasst ein Abo hier und verpasst keinen Uncut-Content. Jetzt mache ich sogar Uncut-Werbung. Das ist auch mal super, ne? Aber der Uncut-Kanal läuft halt. Deswegen eigentlich super.
Viele haben 2 gesagt. Das heißt, wir gehen auf das hier. Rasch behauen, damit wir 5% Baukostenminimierung bekommen. Und vor allem auch 5% weniger Frömmigkeit, je nachdem. Dann schalten wir das mal frei. Gehen wir zuerst hier drauf. Wir können hinterher, wir sind 18 Jahre, wir werden wahrscheinlich schnell hier vorankommen. Wir können hinterher auch nochmal schauen, ob wir beim Ränkespiel irgendwo reingehen. Zum Beispiel bei Anstifter oder vielleicht sogar Folterer. Das hinterher zum Mordfest mal sogar führen kann. Müssen wir uns überraschen lassen. SEA Storming, grüß dich. Uncut Kraut. Okay. Aktivität verfügbar ist uns erstmal egal. Wir haben kein Spielerben, wissen wir auch. Heiraten müssen wir. Können wir schon Kriege erklären? Können wir nicht. Wir haben keinen Hofarzt. Wir schauen, bevor wir jetzt uns verheiraten, erstmal bei uns am Hofe vorbei. In den Rat. Der hier kann uns nicht leiden. Keiner kann uns leiden. Warum können die uns alle nicht leiden? Weil wir römisch sind. Naja. Wir werden uns mit denen mal besser stellen, damit wir gerade auch aus einer Region genug bekommen. Wir werden dich aber auch gleichzeitig einsetzen, um einen Anspruch auf die Gemeinde hier drüben zu fingieren. Auf die Grafschaft von Zuneo. Weil die sind nämlich noch relativ schwach, die können wir noch leicht ausmerzen. Oder wir schauen, ja, wer mehr Gebäude hat. Und da die hier schon einen Hangfelder haben mit 0,3 Steuern obendrauf, nutzen wir das mal. Wir nehmen die Kultur vom Ratsverwalter und werden die bei uns erstmal ändern. Damit wir römisch werden. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben die Kultur römisch genommen, also die ursprüngliche römische Kultur, ne? Rom halt. So, und Holdix, vielen lieben Dank für deinen Sub im 7. Monat. Dankeschön. Der Ratsverwalter braucht Zementfüße. Das ist ein neues Projekt, ja. Don Leon, hi. Also kommt drauf an, wenn wir wieder überrannt werden, wie bei einem der letzten Streams, dann hat sich das natürlich schnell erledigt. Ömer! Ach so, Ömer. Sonst haben wir nicht viele Personen. Ja, wir haben alle Personen, die bei uns im Staat Dänemark existieren, jetzt hier schon zugewiesen. Das ist natürlich herrlich. Das ist sehr, sehr herrlich. Walfredo. Ja, pass mal auf, dann tauschen wir die beiden. Weil ganz ehrlich, da habe ich lieber einen Feldherr mit 14 und einen Ratskanzler mit 6 anstatt umgekehrt. Haben wir hier noch jemanden, der noch besser ist? Ja, er hier. Und der hat sogar eine 12 in Ränkespiel. Das heißt, wenn wir die tauschen, ist es auch effektiver. Ha! Wir sind brillant, sind wir. Wir sind brillant. Hemlock, moin. Allerdings als Nordmann. Genua ist einfach immer wieder ein schöner Start in Italien. Genua ist, glaube ich, mein Lieblingsstart in Italien. Weil man hier auch einen relativ einfachen Start hat, muss man dazu sagen. Jetzt schauen wir uns mal an, wo wir eine Heirat arrangieren können. Wie heiratet unsere Familie? Unsere Familie würde natürlich am ehesten jemanden nehmen. Minus 40 als Spitze. Der andere hat minus 25 gehabt. Ich glaube, das ist jetzt am Anfang, naja. Spontan Freundschaftsbesuch. Ach so. Wir schauen mal nach Bündnissen. Wir schauen mal nach Bündnissen, mit wem wir uns stark verbünden können, gerade am Anfang. Wer uns sehr viel Positives geben kann. Weil Liebe, das ist jetzt hier relativ schwierig zu finden. Die einzig wahre Liebe. Stattdessen haben wir doch hier jemanden, der gierig ist, rachsüchtig und eigenwillig. Passt doch eigentlich perfekt in die Familie, oder? Eddard, grüß dich. Spätrömische Dekadenz. Wir heiraten die Familie in einem Kreis. Ja, die Mafia-Familie nicht unbedingt. Die haben einfach dann hinterher nur zu allen Familien gesagt. Es muss jemand, also was auf jeden Fall bei der Mafia passiert ist, man hat schon jemanden von Stand geheiratet. Nicht irgendeine Dame, die da gerade über die Straße gelaufen ist. Das heißt, wir brauchen jemanden, von dem wir auch ein bisschen Macht bekommen. Ja, zumindest ein bisschen Geld bekommen. Und das haben wir, glaube ich, wenn wir hier jetzt diese Bündnis einhalten. Die Grafschaft von Langres. Das wäre rein theoretisch auch möglich, dass die sich kennen. Ah, nee, das wäre nicht möglich. Das ist für Grafschaften eigentlich schon fast so weit auseinander. Aber gut, das hier ist genauso weit auseinander. Bürgermeistertochter. Eigentlich müssten wir die hier heiraten. Von unserem Ratsverwalter. Weil das innerhalb unserer eigenen Clan-Machtstruktur ist. Innerhalb der eigenen Machtstruktur ist und wir halt diese Person auch kennen können. Oder? Eigentlich müssten wir so heiraten, oder was meint ihr? Für einen aufstrebenden Mafioso redest du zu viel. Soll ich hier stumm sitzen? Kann ich auch mal.
Heirate den Papst. Verbünde dich mit dem Papst und den hochrangigen Geistlichen. Ja, das machen wir hinterher. Dann gibt's aber keine militärische Hilfe. Ja, das ist halt die Roleplay-Welt, in der wir uns befinden müssen, ne? Aber ganz ehrlich, die 250... Naja. Und langsam am Hals kratzen. Wir holen uns Venedig. Venedig können wir nicht heiraten. Aber da ist nichts mit dabei. Wo kommen die her? Die sind mittellos. Das ist ja furchtbar, ist das doch. Das hier würde vielleicht noch einigermaßen Sinn ergeben, dass man sagt, man will... Pass auf, wir heiraten hier rein, weil wir sagen die Neapolitaner. Hm? In Neapel gibt es ja auch eine Mafia. Oh, grüß dich. Bin hin und her gerissen. Aber auf jeden Fall müssen wir uns einig sein, Mafia-Familie, italienische Abstammung. Wir nehmen hier, Livia. Nicht lange drum rumreden, ne? Nicht, dass gesagt wird, ich rede hier wirklich noch zu viel. Als Content Creator. Also, dann heiraten wir uns hier rein. So. Wenige Ritter, 0 von 5. Das ist wirklich wenig. 4 von 5. Was war das denn für ein Bug? Pass mal auf, wir haben viel Geld. Wir machen 7,1 pro Runde. 7,1? Wir holen mal ein paar neue Ritter. Wir laden mal ein paar Ritter ein. Wir schicken die Herolde raus. So, jetzt haben wir alles gemacht. Hofarzt brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Den verbessern wir. Kriegsvolkregimenter stationieren. Dann nehmen wir den Bogenschützen. Die stationieren wir, hoppala, in Genua. Genauso wie wir die in Genua stationieren. Ah ne, wir können ja nur einen stationieren. Habe ich ganz vergessen. Ihr könnt eine Auszeichnung erschaffen. Machen wir hinterher, wenn wir dann jemanden besseren als Ritter da haben. Und dann machen wir raus. Juhu! Jetzt ist der Toni erregt. Aber jetzt mal ohne Mist. 7,4. Da ist ja quasi, das sind ja 14,8 Mark. Das heißt, wir machen quasi 30,6 Ostmark. 30,6 Ostmark. Die Mauer des Schweigens. Mauer von Genua. Nur wer hier wirklich mit der Mauer von Genua mit uns reden möchte. Der Ritter ist eingetroffen. Gucken wir mal. Was bist du für ein Ritter? Wie teuer bist du? 45 und hast eine 15. Ist für mich in Ordnung. Dich rekrutieren wir. Schöner Helm. Passt doch. 29,6. Ihr könnt alle keine Mathe. 30,6. Ich hab schon. Ihr könnt mir vertrauen. Weil sonst kommt mal eben bei euch Luigi vorbei. Und der rechnet da mit euch mit. Dann gucken wir mal, wie viele Finger ihr habt. So. Wie viele Lira sind das? Viele, viele. Sollen sehr, sehr viele sein tatsächlich. Okay. Wenn dann alle eingetroffen sind. So, Ritter ist eingetroffen. Haben wir direkt genommen für uns. Gast an euren Hof geholt. Haben wir auch direkt gemacht für uns. Schöner Helm passt. Nachhilfe for free. Genau. Genau. Der Luigi rechnet dann ab. Der macht dann Blanko-Geschäft. Haben wir noch Probleme mit ihm, Luigi? Nein, Chef. Wir haben keine Probleme mehr mit ihm. Dick Pitt, wunderschönen guten Morgen. Wir haben keine Probleme mehr mit ihm. Das ist alles gut. Das ist alles geregelt. Alles geregelt. Neuer Ritter ist eingetroffen. Auch eine 15. Also, das ist eine 15 von 15. Den können wir also auch nehmen. 40 Gold. Den nehmen wir auch noch mit rein. Dann haben wir nämlich jetzt schon mal 1, 2, 3, 4,
Dem verbieten wir das Kämpfen, weil der verletzt nur uns selbst. Ja. Der dreckige Luigi oder der Luigi der Pizzabäcker? Der war Luigi. Weil der ist auch für War. Da habe ich Dick Petallo gesagt, hallo nochmal. Wie viel mag zur Zeit der Hyperinflation? Das sind grundsätzlich, wenn du das in Anbetracht dessen nimmst, du musst das dann alles einmal kurz zum Quadrat nehmen. Wenn du dann aber hinterher die Wurzel aus und das 3, dann, ja. Jetzt ist unser Bischof gestorben. Ach, Gottes Willen, ey. Naja, dann beeinflussen wir ihn halt. Geht auch schneller. Die eulersche Zahl dabei, genau. Ich beende gerade meine heutigen Geschäfte in der Ratskammer, als meine Gemahlin Gräfin Livia und ihre Mutter Giuditta hereinkommen. Ich lege das Hauptbuch weg, in dem ich gerade gelesen habe, denn ich ahne, dass aus diesem unerwarteten Besuch nichts Gutes werden kann. Zögerlich kommentiert Livia mein Äußeres. Gemahlin, ihr seid ein mächtiger und starker Graf mit kleinem G. Doch manche gewähren euch nicht den Respekt, den ihr verdient habt. Ihr braucht etwas, um eure Autorität zu zeigen. Dieser Satz verursacht Kopfschmerzen in mir. Liebe, ich weiß, manchmal sind auch Leute vom Paradox hier, auch aus dem Übersetzerteam. Das müssen wir mal im Auge behalten hier, bei das Familienhandwerk, falls jemand da ist. Meine Mutter könnte euch einen edlen Satz Insignien herstellen, die euren Status angemessen widerspiegeln. Finanziert sie und dann sehen wir, ob ihre Schöpfung eure Laune nicht aufhellen kann. Theokles, moin. Kaisem, guten Morgen. Gut, schicke ihm Blumen. Er wird sich sicher freuen. Aber nicht die roten, die sind zu schade. Mehr die gelben, die sind schöner und passen zum Anlass. Ist das ein Zitat aus dem Film? Deine Mutter. Ja, wegen moin. Es wird höchste Zeit, dass ich einmal etwas Respekt einfordere. Ich rekrutiere Baronin Giudetta an den Hof, finanziere mit 50 Insignien schmieden, erhalte 40 Anspannung, weil gierig. Wir haben keinen Pfennig übrig für solchen Luxus. Oh, das ist ja jetzt schon direkt am Anfang so eine schwierige Entscheidung. Wir sagen, wir wollen nur Roleplay-Entscheidungen treffen. Jetzt ist es so, rein von unseren Eigenschaften her, wäre gierig the way to go. Aber durch unseren Mafioso-Background müssten wir ja eigentlich die Familie fördern. Ah! Echt? Bei Age of Wonders 4 ist mir noch gar keine schlechte Übersetzung rübergekommen. Würfeln. Respekt über Gier. Familie über allem. Alles über Familie. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, doch, nee. Da brauchen wir nicht würfeln. Nee. Ich glaub, wir können hier wirklich sagen, die müssen wir nehmen. Aber wir müssen uns einen Würfel holen oder so. Ich muss irgendwie einen Euro-Münze oder sowas hier hinholen. Familie ist wichtiger. Machen wir. So. Die müssten gierig überarbeiten. Meinst du, dass das dann hinterher bei der Familie nicht einschlägt? Oder wie meinst du das genau? So, euer Lehnsherr hat den Krieg gegen Emir Safdaden gewonnen. Ja, das freut mich aber sehr für den Lehnsherrn. Ne? Das freut mich aber sehr für den Lehnsherrn. Und der letzte Ritter ist eingetroffen. Oh, Gottes Willen! Hadrian! Du Lodrian! Das ist ein Brecher. Ein Organisator ist das. Das ist der S4-Offizier von unseren Truppen. So, damit haben wir jetzt alle unsere Ritter reingeholt. Dem verbieten wir das auch. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben ein paar gute Ritter mit dabei. Wir können also gleich was schaffen. Den hier schließen wir. Inspiration, schöpferische Leistung. Herr, die Arbeit an eurem kostbaren Artefakt kommen gut voran. Meine begünstigte Baronin Giuditta scheint heute besonders gute Laune zu haben. Ich kann noch nichts versprechen, aber wenn es mir gelingt, ein wahres Meisterwerk zu erschaffen, welcher Gedanke soll mir dann die Hand führen? Naja, La Familia, dass es meiner Dynastie Ruhm bringen soll. Also ich glaube, das wird ein einfaches Roleplay-Ding werden. Dass es mir den Respekt all meiner Untergebenen einbringt. Dass es meine Affären beeindrucken soll. Ist mir vollkommen einerlei. Man merkt erstmal, wie sehr das Mittelalter doch schon relativ ähnlich war zu der Mafia-Familien, zur Mafia-Struktur, ne? Wenn die Mauer was macht, ist das in Ehren zu halten. Die spart doch nicht bei der Familie, oder? Nee, bei der Familie nicht. Das ist der Typ mit dem Wall. Sie nannten ihn Panzer.
Respekt ist natürlich schon interessant, aber Dynastie, wir machen Dynastie. Die Familie, wieder mal vorne. Vielleicht ja auch andersrum, die Mittelalterstrukturen, die Mafia-Strukturen sind mittelalterlich. Ja, das definitiv. Das definitiv. Und wir wollen jetzt eine Auszeichnung erschaffen. So, da haben wir ein paar Leute. Mach nochmal kurz Pause. Wir haben hier zum Beispiel Lorenzo. Lorenzo der Grandiose. Lorenzo der Grandiose kann aber hier nichts ändern, weil er es sonst nicht erfüllt. Marodeur und Wackerer. Bei dem wäre Lanzenreiter und Marodeur. Bei dem wäre Disziplinierer und Fanatiker. Disziplinierer bringt Aufgebot Verstärkungsrate und Aufgebot Unterhalt. Je weiter man nach oben geht. Und Fanatiker bringt Frömmigkeit. Das interessiert mich erstmal wenig. Marodeur, also das hier sind Auszeichnungen, die unsere Ritter quasi in eine bestimmte Position heben und dann Boni für unsere Armee aufbringen. Marodeur bringt monatliches Prestige durch Schrecken. Schrecken wollen wir eigentlich nicht machen. Harvey, moin. Und Wackerer bringt Armeeschaden. Mit Fabianus haben wir Marodeur, das würde ich allerdings gerne ändern, können wir aber nicht ändern. Lanzenreiter, wodurch schadenschwere Reiterei sich erhöht. Was eigentlich ganz gut wäre, weil wir können Kataphrakte holen durch unsere Kultur. Oder Marodeur, monatliches Prestige pro Schrecken. Also Wackerer ist halt wirklich gut, ne? Armeeschaden ist halt krass. Aber ich glaube, wir nehmen trotzdem Lanzenreiter. Wobei wir am Anfang halt auch nicht viele Kataphrakte nutzen können, weil die eigentlich eher im afrikanischen Bereich effektiv sein können. Ja, in Oberitalien sind die wirklich nicht so gut, weil Berge und Hügel. Ja, pass mal auf, dann machen wir es so. Dann holen wir uns doch hier Lorenzo. Lorenzo, damit wir den Wackerer mit reinnehmen mit dem Armeeschaden. Und dann können wir hinterher immer noch an was anderes schauen. Das heißt, wir können die Auszeichnung erschaffen. Kostet 100 Prestige. Auszeichnung erschaffen. Und dann steigt das nach und nach immer und immer weiter. Wir haben sogar Nachfolger schon, nämlich Fabianus ist der Nachfolger auf dieser Position. Namens Sturm im Felde. Ebenen. Ach, wie heißt denn nochmal? Wie heißt denn nochmal die erste Position? Wie heißt Akaya Sensei morgen? Wie heißt nochmal Capo, oder? Der erste nach dem Don ist der Capo. Ne, Capo sind die Bosse. Capo sind die Bosse. Wie heißt denn nochmal? Consiglieri. Consiglieri. Consiglieri ist, glaube ich, der zweite nach dem Boss. Capos, also der Don kommt, dann kommt der Consiglieri und dann darunter kommen die unterschiedlichen Capos, die Bosse. Und darunter kommt auch nochmal eine Ebene. Irgendwie sowas haben die als Struktur. Genau, Berater. Der Berater ist aber der Stellvertreter des Chefs gleichzeitig. Jetzt muss ich aber einmal kurz sehen, wie man das schreibt. Schreibt man das jetzt Consiglieri oder Consiglieri? Kann einer mal kurz nachschauen, wie man das schreibt? Ich weiß es gerade nicht. Wenn das eine hier reinpacken könnte, wäre das halt richtig super. Consiglieri. Okay, dankeschön. Consiglieri. Muss da noch so ein Apostroph drüber? Bestimmt nicht, ne? Okay, danke an euch. Dann haben wir das nämlich. Dann haben wir als erstes den Consiglieri mit dabei. Den Berater des Bosses. Den Stellvertreter des Bosses. Ich überlege, vielleicht werden wir das hinterher auch zu Capo ändern. Aber es gibt halt keinen anderen so hohen Berater. Weil hier die... Eigentlich wäre es krass, wenn man diese Namen ändern könnte. Paradox, wann darf man diese Namen hier mal ändern? Das fände ich richtig super. Ratskanzler halt irgendwas anderes reinzumachen oder so. Mokadell, grüß dich. Ist doch aber Berater vom Papst im Vatikan. Wäre der Consiglieri? Also auf jeden Fall bei der Mafia, bei dem anderen weiß ich nicht. Warum ist mein Gesicht heute so hell? Warte mal, ich schau mal, ob ich das hier vielleicht noch ein bisschen dunkler hinbekomme. Damit ihr nicht geblendet werdet, wenn ihr meine Schönheit anguckt. Ich glaube, so ist besser, ne? Ich glaube, so ist besser. Ja, das ist schon zu hell. Mal so. Meine neuen Antifaltencreme. Stop it, you. So, Ritter ist eingetroffen. Haben wir. Und wir haben den an unseren Hof geholt.
der neue Suffraganbischof. Und der ist verstorben. Dann lassen wir weiterlaufen. Würde dann noch den Capo-Regime geben, Chef des Regiments. Ach so. Auf die Matratzen gegangen. Knastblässe. Seid gegrüßt, Graf Toni von Genua. Es ist meine Pflicht, euch darüber in Kenntnis zu setzen, dass unanfechtbare Beweise dafür vorliegen, dass eure Ehe mit Gräfin Livia ein Bund zwischen Blutsverwandten ist. Dieses Wissen bleibt unter uns, sofern ihr diese unheilige Ehe auf der Stelle beendet. Ja, mein Gott, wenn das meine Cousine ist, das ist auch bei der Mafia normal gewesen. Ich glaube, nach diesem Stream darf ich nie wieder Urlaub machen in Italien, in Amerika. Vielleicht auch bei den Kartellen nicht mehr aufgrund dessen, was ich am Anfang gesagt habe. Also Mexiko und Südamerika fällt raus. Ja, gut, also Urlaub in Deutschland ist auch schön. Natürlich, Antonius. Unsere Ehe wird nicht von einer derart offensichtlichen Lüge zerstört werden. Wodurch Antonius 350 Prestige verliert. Oder, wenn wir Pech haben, verlieren wir 350 Prestige. Und wir erhalten die Eigenschaft incestiös. Diese Angelegenheit kann man doch sicher vergessen. So, Balkan sind auch raus. Die Mafia ist auch in Deutschland. Das stimmt, aber in Deutschland sind sie nicht so aktiv, weil Deutschland als einer der wichtigsten Umschlagepunkte der Mafia gilt. Und deswegen sie sich hier eher bedeckt halten. Ich bin ein VTuber. Genau. Nach Malle. Ich glaube, wir nehmen das hier. Weil wir lassen uns ja nicht drohen durch irgendeinen so dahergelaufenen Kleriker. Dr. Lücke, hi. Naja, das ist einerseits ziemlich sicher, aber auch Roleplay-technisch. Ich meine, ja, hier, machen wir. Bitte! Gott sei Dank. Gott sei Dank. 90% können bei Paradox immer noch nach hinten losgehen, wie bei XCOM eigentlich. Ich liebe mich. Dankeschön für deinen Sub im dritten Monat. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Hinter dem wichtigsten zweiten Monat angekommen. Wenn auch Hobbits, hi. Und guten Morgen, lieb mich. Meine Kunstschmiedin Baronin Giuditta bringt mich auf den neuesten Stand, was ihre Fortschritte angeht. Sie schwadroniert endlos von den Grenzen, die ihr durch die Werkzeuge und ihre Wirkstätte gesetzt werden. Wäre mein Geist, ob all meiner kühnen Ideen, schier ins Wanken gerät. Das, was für die Umsetzung dieser Ideen tatsächlich getan werden muss, mag nicht im Bereich meiner persönlichen Stärken liegen. Doch das heißt nicht, dass ich nicht ein Wörtchen mitzureden hätte, wie mein Geld ausgegeben wird. Ich hätte da ein paar Vorschläge. Aber wir sind demütig. Habt ihr schon einmal über diesen Ansatz nachgedacht? Aber wir sind demütig. Nein, Giuditta weiß, was sie tut. Dadurch, dass wir hier Anspannung bekommen würden, weil wir demütig sind, passt das nicht in unsere Charakter rein, dort mitzureden. Und wir sagen, Mama wird schon wissen, wie es geht. Mama, komm her, Mama. So. Okay. Der hier hat uns doch was, ne? Also ganz ehrlich, der hat hier einen schwerwiegenden Vorwurf gegenüber unserer Familie gemacht. Der hat gesagt, dass es inzestiös in unserer Familie, in unserer Dynastie umgehen würde. Also meiner Meinung nach hat er es verdient, wenn er den Don beleidigt, dass wir vielleicht mal bei ihm einen Besuch abstatten und mal gucken, Pi mal Daumen, ob er vielleicht mal baden geht. Ne? Komplottschmied. Man muss auch mal auf Nummer sicher gehen, ne? Er hat die Familie absolut beschmutzt. So, Zeit nehmen wir raus. Das hier haben wir gleich. Ich glaube, wir haben aber auch bei Kriegsvolk alles voll, ne? Dass wir mit Onaga starten, ist natürlich einerseits cool, andererseits denke ich mir auch, huch, das wird natürlich viel rausnehmen bei unserer Armee. Immerhin kämpfen die in Hügeln und im Wald besser. Und hier drüben haben wir Hügel, Hügel, Hügel. Hügel, Hügel, Hügel. Wir haben Hügel. Vielleicht braucht er ja irgendwas nicht mehr, was man in Genua gebrauchen könnte. Also ich bin schon voll im RP. Unterstützt es mit dem Radspitzel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Radspitzel davon abziehen möchte, dass wir nicht ermordet werden, so negativ wie alle uns gegenüber sind. Weil alle hassen uns. Ja, komm.
Machen wir, unterstützen wir das mal. Wie sieht's dann aus? 70%, 11% mehr. Boah. Im Rom haben sie sogar 7 Hügel. Cephalia, sei. Na, pass auf. Dann wollen wir uns mal... Wir wollen mal von warte mal. Moment. Wir gehen hier rüber. Warum kriegst du durch Genua 7,5 Münzen? The only one high. Weil wir krass sind. Mach dich krass! Vielleicht hilft ein Fest mal der Familie zu ehren. Wir müssen erst einmal kurz diesen Krieg durchführen vorher. Bevor hier irgendwas anderes passieren sollte. Verflucht seist du, Ehre! Wir machen vielleicht doch vorher was anderes. Wir machen vorher vielleicht doch ein kleines Festmahl. Wolf, grüß dich. Vielleicht passt das Festmahl da ganz gut. Passt auf. Lass uns doch mal dann eine der ersten Eigenschaften direkt nehmen. Freiwillige bei den Aufgeboten. Das heißt, das Aufgebot erhöht sich um 25%. Das ist schon krass. So, Fraktion gegen König Louis geschaffen. Das interessiert mich nicht. Ich will nicht gegen den Lehnsherrn aufgebären. Lehnsherr ist in eine Regentschaft eingetreten. Teilt Macht mit Königin aufgrund im Ausland. Ja, alles klar. Dann machen wir mal ein Festmahl. Oder eine Jagd. Nee, wir machen eine Jagd. Wir brauchen ja Prestige. Wir machen eine Jagd. Lass uns mal eine Jagd machen. Oh, hier ist sogar ein Prachtturnier, zu dem wir gehen könnten. Wir machen jetzt aber erstmal die Jagd. Ihr habt keinen Erzjägermeister eingestellt. Das ist ja nicht so schlimm. Also nur ein paar, nur ein kleiner Malus, also von dem her. Ja. Erwartete Belohnung durch Veranstaltung, Aktivität. Ruhmesjäger, Vasallenmeinung. Ja, können Trophäenartefakte. Das hier ist wichtig. Teilnehmer können an Prestige gewinnen. Das hier wollen wir haben. Iu, hallo. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Wir wollen mal eine Jagd planen. Was wollen wir für eine glorreiche Jagd haben? Natürlich eine ganz normale, keine Falknerei. Wir wollen Prestige holen. Erhöht Venatorjäger, ja, höhere Gefahr gewährt mehr Prestige. Bestätigen! Und wir gehen bei... Wo gehen wir denn? Wir machen das mal einfach, wir gehen in Genua. Die Jagen. So, dann haben wir hier... Erhöht die Erfolgschance merklich. Und dann haben wir hier Gruppgröße, viel mehr Prestige bei Abschluss. Alle Höflinge und Gäste schließen sich an. 75, das passt meiner Meinung nach. Reise brauchen wir nicht. Das heißt, wir können sagen, Jagdbeginn. Welche Gäste sind denn dabei? Der Suffragan ist nicht mit dabei? Doch, da ist er. Ja, hui. Jagdbeginn. Und wir wollen uns mal den Suffraganbischof dann mit reinnehmen, oder? Komm, machen wir so. Vielleicht mal ganz zufällig über den Jordan schießen. Vielleicht ganz zufällig. So, höhere Gefahr bedeutet aber auch Tod. Ach, hier haben wir, das geht alles gut. Jagdbeginn. Aufgeschlagenes Lager. Während wir auf die Ankunft der übrigen Gäste warten, können meine Diener mit den Vorbereitungen beginnen. Die Wildhüter suchen jeden Tag die Ländereien nach Anzeichen vom Beute ab und errichten ein Lager in der Nähe der Jagdreviere. Ich habe meine Ausrüstung und mein Pferd viele Male überprüft. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Antonius bleibt völlig ahnungslos, was meinen Plan anbelangt. Erfolgschance 10%. Na super. Bald. Soon. Oder aufgeschlagene Wunden, ja. Aus Versehen den Bischof für einen Hirsch gehalten. Ja, also werfe den ersten Stein, wenn er nicht dachte, dass der Bischof ein Hirsch ist. Ja, also bitteschön. Kann gefährlich werden, wenn viele Leute dich nicht mögen. Nee, die sind, eigentlich sind die alle ganz nett zu uns. Eigentlich mögen die uns auch alle. Das ist nur... Ein Missverständnis ist das. Ein Missverständnis. Ganz einfach. Das kann ja mal passieren. Ersuchen und finanzielle Mittel. Mein Gott, Mutter. Warum möchtest du denn schon wieder Geld haben? Meine begünstigte Baronin Giuditta besteht darauf, dass die Mittel, die ich zur Verfügung gestellt habe, nicht ausreichen, um ein Artefakt zu erschaffen, das meinen Status würdigt.
Mit nur ein bisschen mehr Gold könnte ich etwas wirklich Großartiges erschaffen. Was auch immer ihr braucht. 50 Gold sind ja 100 Mark, sind ja 200 Ostmark. Sie wissen jetzt noch nicht, dass sie dich mögen. Man muss auch nicht gemocht werden, man muss nur gefürchtet werden. Ja. Das ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben. Es gibt viele Sachen, bei denen man tatsächlich ermordet werden kann, ja. Ja, aber jetzt ist halt die Frage. Was sagt ihr? Eins, wir übersteuern gierig als Eigenschaft und sagen, weil es für die Familie ist, geben wir mehr Geld aus, weil es halt ein Familienartefakt wird. Oder sagt ihr, kommt mit dem zurecht, was ihr habt? Zwei. Komm, machen wir mal. Eins, wenn wir sagen, wir übersteuern das, weil es um die Familie geht. Zwei, wenn ihr sagt, wir kommen mit dem zurecht, was wir haben. Es ist nicht unsere Mutter, es ist die Schwiegermutter. Ne? Einmal noch für die Familie und wenn sie nochmal kommt, einkerkern. Okay. 50.000 Lira, verrückt geworden. Lucky Shot, grüß dich. Ja gut, dann geben wir das aus. Ich meine, wir sind ja auch schnell wieder im Plus. Mit 7,4. Schwiegerrat an 2. Ihr seid verschuldet. Schwanger! Das Schicksal meint es gut mit mir. Meine Gemahlin, Gräfin Livia, trägt mein Kind unter dem Herzen. Ah, sehr schön. Tony Sopranger ist sehr, sehr überzeugt davon. Tony Sopranger weiß genau, worum es geht. Apropos Tony Sopranger. Wir sollten den hier mal bei uns anpinnen. Zack. So. Und wen wir auch anpinnen sollten, ist zumindest einmal unseren direkten Lehnsherrn. Ich glaube, wir sind direkt unter dem König Lehns-Vasall, ne? Ja. Das heißt, wir pinnen uns auch mal unseren lieben König Louis an. Jagd. Gute Aussichten. Baron Eriprando versammelt die Gesellschaft, als die Sonne über dem Lager im Gelände Weideland unweit von Genua aufgeht. Meine vielen Wildhüter und Treiber sind das Gebiet auf der Suche nach Fährten und Losungen gründlich abgegangen. Es gibt ganz offenkundig einen kleinen Bock in der Nähe, doch keine frischen Spuren von größerer Beute. Eriprando zuckt mit den Schultern. Das macht nichts. Auch eine solche Beute kann eine tolle Jagd liefern, wenn sie nur flüchtig ist. Mhm. Schaffen wir uns da raus. Gefahr mild, Prestige bescheiden. Ich möchte etwas mit Elan jagen. Gefahr, Erfolgschance verringert. Wir werden stattdessen einen listenreichen Hasen in die Enge treiben. Gefahr harmlos, Prestige trivial. Ich wollte eigentlich nur eine bestimmte Tierart Hirsch jagen. Ach komm, Wolf muss es schon sein, ne? MacLeod, grüß dich. Noch läuft's ganz gut. Ich finde den Hasen super. Nein. Wir gehen den Wolf jagen. Der ist immer gut. Hier drüben, mein Fürst! Ruft meine begünstigte Baronin Giuditta und winkt mich mit einem breiten Grinsen herüber. Ich habe viele Tage und Nächte daran gearbeitet, doch endlich ist mein Werk vollbracht! Sie überreicht mir einen in Stoff eingewickelten Gegenstand. Als ich enthülle, was sich darin verbirgt, mache ich große Augen. Ein kunstvoller Insigniensatz von ausgezeichneter Qualität. Er besteht aus einem Bronzezepter, das mit kleinen Jaspisstücken verziert wurde, einem Leinenumhang, der mit Garn aus Leinen gestickt wurde und einer Bronzekugel mit Kreuz. Ach, das ist schön, das passt sogar zu unserem Familienwappen. Das ist bezaubernd. Cool, damit haben wir unser erstes Artefakt. Fruchtbarkeit plus 15%. Wenn man diesen Stab schwingt, dann scheint man anscheinend sehr fruchtbar zu sein. Frömmigkeit, Prestige, Meinung der Dynastie. Aber das ist wirklich ein schönes Zepter. Sehr gut. Unter meinen Fittichen. Meine Gruppe und ich pirschen durch ein Wäldchen, die Augen auf jedes Anzeichen eines Tieres gerichtet. Aus dem Blätterdach über uns ertönt ein leises Zwitschern, das immer lauter wird, je weiter wir vorankommen. Es ist der Sofranbischof! Es ist ein Nestling, achso, der nach seiner Mutter schreit. Ein flinker Jäger holt ein flauschiges Raubvogelküken, das noch nicht flügge ist, vom Baum. Was für ein Glück! Nur wildgefangene Küken können ordentlich für die Jagd abgerichtet werden. Lasst es uns zu einem Gehege bringen, wodurch wir 5 Jahre Jagdgreifvogel bekommen. Plus 1 Prestige. Leichte Erhöhung der Jägereigenschaft. Hier, Konrad, ein Geschenk!
Wer ist denn Konrad? Der Ratskanzler? Von König Louis? Warum soll ich dem Geschenk geben? Legt es wieder hin. Oha! Dadurch wird unsere Erfolgschance leicht erhöht und wir bekommen 150 Prestige. Wenn ich außerdem an der Pate denke, dann sind die schon naturverliebt, ne? 5 Jahre, jeden Monat ein Prestige. So, jetzt mal kurz hochrechnen. Das sind mehr als die 150 Prestige, die wir hier kriegen würden. Deutlich mehr. Ah, ist das schwierig. Ich glaube, der Suffragan ist gar nicht mitgekommen. Doch, der ist mit dabei. Oder? Verflucht seist du! Nichts sei, der gehört zum Chef. Aber wir erhöhen unsere Erfolgschancen. Wie, das sind doch nur 60. 5 Jahre lang bekomme ich jeden Monat ein Prestige. Sind es weniger. Ich war gerade bei Tag. Ein Prestige pro Tag wäre cool gewesen. Wir brauchen jetzt das Prestige. Ja, wir legen den wieder zurück. Da gibt es keine Charakter, keine RP-Auswahl, also machen wir das hier. So, das macht mehr Sinn in dem Kontext. Ein ehrlicher Irrtum. Herzog Konrad hat 5... fand Raubvogeleier. Nee, ich will keine Falknerei machen. Ratskanzler Martino ging der Gruppe voraus, um der Beute Wolfverleih nachzusetzen. Als ich ihn einhole, steht er gerade über einer Gemeinen und zieht einen Pfeil aus der Brust der armen Frau. Er verbirgt den Pfeil hinter dem Rücken, als er mich erspäht. Graf, ich, das war ich nicht. Das war nicht meine Schuld. Ich schwör's. Der Rest der Jagdgesellschaft wird schon bald eintreffen und eine Erklärung verlangen. Er hat tapfer gekämpft, um sie zu retten. Ich hab's gesehen. Also warum sollte ich denn für ihn lügen? Okay, ist ein Ritter von uns. Schnell, helft mir, die Leiche zu verstecken. Ihr müsst euch hierfür verantworten, Martino. Zu schade, dass die Bestie euch ebenfalls erwischt hat. Er ist ja Teil von unserer Familie, ne? Also er ist nicht nur unser Ratskanzler, sondern er ist auch Ritter. Also wir müssen eigentlich die zwei machen. Wir müssen die zwei machen und müssen versuchen, die Leiche zu verstecken und ihm dabei zu helfen. Wenn er halt aus Versehen jemanden über den Jordan geschossen hat. Ja? Familie geht immer vor. So sieht's nämlich aus. Ist ja ein guter Ratskanzler, aber er ist ein guter Ritter. Er ist auch kein guter Ritter. Er ist auch kein guter Ratskanzler. Aber trotzdem, man muss auch mal die etwas, ne, etwas anderen Leute mitziehen. Wie der Charakter guckt. Um Gottes Willen, was ist das denn? Ja, komm, wir versuchen, die zu verstecken. Die Leiche bleibt versteckt. Oh, Glück gehabt. Da ist er wieder. Ich glaube, wir haben den Hasen schon gefunden. Kann das sein? Mein Ratsmarschall Valfredo gibt ein Signal. Die ganze Gruppe hockt in einer Niederung nicht weit entfernt. Die Biester springen auf, als wir uns annähern, schlagen heulend Alarm und ziehen sich in die Büsche zurück, wobei sie uns mit ihren von der Natur gegebenen Waffen Reißzähnen drohen. Wir jagen dem fliehenden silbernen Getier hinterher und konzentrieren uns dabei auf das größte Exemplar der Gruppe. Jetzt beginnt die eigentliche Verfolgungsjagd. Hinterher! Wir reiten los! Waffe, Speer, Methode in die Enge treiben. Diese Vorgehensweise ist gefährlicher. Erfolgschance erhöht, ein Unfall wird wahrscheinlicher. Obacht, vergesst nicht die Gefahren. Bach. Ja, in Enge trieben. Ist genau dasselbe, nur dass wir hierbei kein Prestige... Hä? Warum sollte ich das denn machen? Hierbei kriegen wir sogar noch Prestige und die Erfolgschancen erhöhen sich. Gut, Unfall ein bisschen wahrscheinlicher. Hier lang, wir schneiden ihn den Weg ab. Können wir nicht machen, weil wir zornig sind. Weil wir so zornig sind, kriegen wir fast einen Nervenzusammenbruch, wenn wir das machen.
Der grinst halt glücklich. Der ist glücklich. Wir reiten los. Vielleicht hätten wir doch einen Hofarzt vorher anstellen sollen. Ich halte kurz inne, um aus meinem Wasserschlauch zu trinken und genieße die kühle Pause von dem Schweiß und dem Chaos der Treibjagd. Als ich ihn wieder festmache, höre ich ein leises Surren. Ein Pfeil bohrt sich knapp neben mir in den Boden. Ich und die Leute meiner Nähe wirbeln herum. Doch da ist niemand. Nur der Wind, der durch die Blätter weht. Da hat echt einer versucht, mich umzubringen. Was ist das denn? Peter, pass doch auf! Der Pfeil muss doch irgendwem gehören! Ränkespiel-Herausforderung. Wir sind nur durchschnittlich. Meuchelmörder, schnell, bring mich weg von hier. Jagd endet. Ah, meint ihr, der durchschnittliche Ränkespielwert reicht aus, um den Schützen zu finden? Ja, schreibt mal rein. Eins, pass auf, oder zwei, wir versuchen den zu finden. Aber wir kriegen sonst einen Nervenzusammenbruch. Okay, die Zweien sind stark in euch. Gut, dann machen wir die Zwei hier tatsächlich. Ja, super. Das freut mich. Geistiger Zusammenbruch, Ablehnung. Warum muss ich immer alles selbst machen? Wie kann man denn nur von mir erwarten, dass ich Genua regiere, wenn die Hälfte meiner Dienstboten nicht in der Lage ist, meine Befehle zu befolgen und die andere Hälfte nicht in der Lage ist, sie zu verstehen? Ja. Oh. Es ist nicht leicht, ein Mafia-Boss zu sein. Vino, Vino, Vino. In Vino, in Vino Veritas, ne? Wir kriegen nochmal 60 Anspannung, wenn wir versuchen, das zu ertragen. Boah. Warum seid ihr alle nur so unfähige Trottel? Wir wären reizbar. Reizbar passt aber ganz gut eigentlich. Oder? Da kriegen wir auch euren Zorn entfesseln als Interaktion. Also ganz ehrlich, ich bin für die 1 schon. Bei reizbar? Bei so einem Mafia-Boss? Passt doch. Safe 1. Oh, komm. 1. Wolf in die Enge treiben. Wir können kaum mit dem verfluchten Vieh mithalten, als es wild abgehackschlagend und heulend davonprescht. Das Tier erklimmt einen Anhang, verschwindet in einem Dickicht und ist ebenso schnell wieder fort, wie es aufgetaucht war. Und alles, was wir vorzuweisen haben, sind hechelnde Hunde und abgekämpfte Pferde. McTagger, moin. Das verdammte Ding ist weg! Die Jagd schlägt fehl. Ist das eine Kackjagd? Alles, das schief gehen konnte, ging gefühlt auch schief. Doch es gab auch Silberstreifen am Horizont. Fabianus versammelt die enttäuschte Jagdgesellschaft und die erschöpften Hunde für die Heimreise. Das Tier ist uns tatsächlich entkommen. Dieses Mal. Lassen wir dieses Abenteuer fürs Erste hinter uns. 225 Prestige. Okay, doch, das geht ja. Das geht ja. Das ist doch ganz gut. So. Alles, das schief gehen konnte, ging schief. Mhm. Unsere Jagd war nicht erfolgreich. Blass die Trommel, schlag das Horn. Na super, das hat sich ja gelohnt für uns. Naja. Egal. Wir wollen jetzt hier den Krieg erklären. Als Rache werden wir einen Feldzug durchführen. Und werden hier unseren Wolf holen, der uns schon so lange versprochen wurde. Kann das sein, dass die Ritter nicht mit dabei sind? Doch. Warum wird uns denn hier oben hohe Güteklasse angezeigt und hier unten nicht? Können Sie mir nicht erzählen, dass die 5 Leute, die da fehlen. Naja, egal. Komm. Die ersten Ländereien sollen nun Genua gehören. So sei es. Bringt sie um, Badabi Badabum. Ich dachte, ein Bischof ist der Wolf. Genau, der ist in Felsvorsprung hochgesprungen und dann im Dickicht verschwunden. Das waren die Kräfte, die man als Bischof bekommt. Das sind so Jedi-Kräfte. Ne?
reitet sich ein Wolf. Ich weiß nicht, ob welche von euch schon mal einen Wolf gehabt haben. Das ist ja, wenn das zwischen den Beinen eine Wund ist, wenn ihr zum Beispiel lange gelaufen seid, lange gewandert seid, lange marschiert seid oder ähnliches. Das ist wohl eine der unangenehmsten Sachen, die man haben kann. So als leichte Verletzung, sag ich mal. Oder leichte Wunde. Das ist so ekelhaft. Ungeladen. Einer meiner Agente hat ein giftiges Tier besorgt und allen Diener dafür bezahlt, dass er es im Bett von Antonius versteckt, bevor es dunkel wird. Fehlt nur noch meine Order, dann ist er so gut wie tot. 70%? 70% machen wir mal. Antonius ist tot! Offenbar dahingerafft durch das Gift eines Tieres. Das Unglück ereignete sich wenige Augenblicke, nachdem er sich in seine Gemächer zurückgezogen hatte. Und obwohl die Wachen gerufen wurden, war es schon zu spät, um ihn noch zu retten. Zum Glück können Spinnen nicht sprechen, also kann man den Angriff auch nicht zu mir zurückverfolgen. Mein kleiner Freund hat ganze Arbeit geleistet. Man wendet sich nicht gegen Familie, ne? Man wendet sich nicht gegen Familie. So, dann wollen wir dich mal beeinflussen, ne? Da hast du vielleicht Glück. Wir müssen dich nicht töten. Oh, Beach Volleyball mit nasser Badehose und den Sand da reingerieben. Uiuiui. Cool, mein Sohn, mein Erbe. Wir haben tatsächlich einen Erben direkt bekommen. Ein Keucher. Schön. Schön. Klausek, moin. Wie nennen wir den denn? Wie nennen wir den denn? Wie hieß denn der Ton von The Darkest Master? Grüß dich. OWP. Hi. Justus. Fredo. Wie hieß denn der von Tony Soprano? Der wievielte, das ist kein Neustart. Anthony Soprano, da wären wir ja richtig amerikanisch schon. Nehmen wir Giovanni. Young Tony. Tony der Zweite. Lorenzo. Ich glaube, Lorenzo finde ich gut. Lorenzo. Lorenzo, du wirst irgendwann mal eine Gebäckkette aufbauen. Oder Antonio. Nehmen wir Antonio. Das passt auch gut zu Antonio. Nee, ist richtig geschrieben. Irgendwie sieht das so falsch aus. Warum sieht das so falsch aus? Naja. Willst du stark und weise werden? Ja, so stark bist du natürlich nicht. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, ne? In den Keuchen könnte er so eine richtige Mafia-Stimme haben. Es ist Zeit, dass du dich nicht mehr gegen die Familie wendest, sondern dass du für uns agierst. So? Sieg! Wir haben unsere ersten Ländereien eingenommen. Wunderbar, wunderbar, schön, schön, ne? Ja, herrlich. Sogar mit Hangfeldern. Toll. Wirklich, wirklich toll. Dann schicken wir doch erstmal unseren militärischen Berater dort rein. Der soll da mal für Ordnung sorgen. Mehr Kontrolle. Schlag alle zu. Guck mal, dass die irgendwo da sind, wenn es sein muss. Dann werden wir dieses Kriegsvolk auch einmal dort stationieren. So. Und wir holen uns einmal bei unserem Hof da. Wir holen uns einmal bei unserem Hof. Den sogenannten Seneschall. Dafür haben wir... Huch. Haben wir keinen Ritter, der dafür gut geeignet ist? Nee, wir haben nur durchschnittliche Eignung. Komm, dann nicht. Dann eher weniger. Boah, das ist ja alles schrecklich, was wir hier haben an Personen. Das M in Toni steht für Gewalt. In Stoni! Lohnt sich eigentlich, den Suffragan zu beeinflussen? Er hat keine Kirchenbesitztümer. Aber wir sind
Wir sind Mafia, die religiös veranlagt ist. Das heißt, wir müssen uns mit dem gut stellen. Was wären wir denn sonst für Personen? Ja, was wären wir denn sonst für Personen? So, Vorzüge. Professionelle Arbeitskräfte. Freischalten. Und dann können wir nämlich gleich, wenn wir möchten... Hoppala. Och nö, jetzt hat ja jemand anderem Anspruch auf unsere Region gegeben. General Morgen. Ich kaufe ein A und möchte lösen. Und dann werden wir hier als nächstes, ich glaube, Höfe und Felder machen. Höfe und Felder, damit wir Gold noch und Löcher bekommen. Hier, das ist auch ganz gut. Bis zum Schluss, das ist ordentlich. Vorzug ist der Vorgesetzte von Herzog. Wenn du über andere herzogst. Apropos über andere Herzogen. Wenn ihr Strategiefans seid, dann lasst doch gerne ein Follow hier. Wir sind viermal die Woche live, dienstags, donnerstags ab 19 Uhr, samstags, sonntags ab 9 Uhr, mit allem aus der Welt der Strategiespiele von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung. Wir haben zwar einen Schwerpunkt auf Paradox Interactive mit Crusader Kings, Victoria 3 und Stellaris, aber uns gibt es genauso Age of Wonders 4 oder zum Beispiel auch Anno, Civilization oder Jacket Alliance 3 und Railway Empire 2. Das werdet ihr alles hier ebenfalls sehen können, also einfach ein Follow da lassen und verpasst dann keinen Stream. Dienstags, donnerstags 19 Uhr, samstags, sonntags um 9 Uhr. Sind doch eigentlich relativ einfache Zeiten, muss man sagen. Oder? Ja, ne? So. Gucken wir nochmal kurz. Ach so, und falls ihr euch für das DLC interessiert, könnt ihr mit dem Code Tours & Ranger das Ganze mit 10% Rabatt kaufen. Ja, es ist natürlich ein happiger Preis für das DLC, aber die 10% kann ich euch definitiv anbieten. Und so lange ist es tatsächlich nicht mehr, bis zum 31. Mai. Also noch 11 Tage. Und dann könnt ihr da oben zuschlagen. Falls ihr euch aber sagt, ja, Crusader Kings 3 ist schön und gut, aber ich freue mich schon nächste Woche, Dienstag und Donnerstag um 19 Uhr Victoria 3 bei Ranger zu sehen, dann könnt ihr auch bei dem DLC zuschlagen. Nämlich Voice of the People gibt's auch 9% Rabatt mit dem Ranger. Wenn ihr Rangers Voice an der Kasse bei Games Planet eingibt, dann werde ich auch am Kauf beteiligt, sodass ihr den Kanal unterstützt und gleichzeitig noch Geld spart, wenn ihr das DLC sowieso holen wollt. Das werden wir uns, wie gesagt, Donnerstag, morgen kommt ein Video um 18 Uhr raus. Morgen um 18 Uhr auf YouTube. Ausrufezeichen YouTube einmal in den Chat, dann könnt ihr auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da wird ein Video rauskommen. Und ansonsten werden wir das am Dienstag und am Donnerstag im Stream dann jeweils ab 19 Uhr spielen. Mit Frankreich höchstwahrscheinlich. Wir werden wahrscheinlich Frankreich spielen oder wir spielen Preußen. Eins von beiden, weil Frankreich bekommt das eigen dedizierte DLC. Und Deutschland bzw. Preußen, die deutsche Region, sagen wir mal so, hat sehr viele Änderungen erfahren. Das könnt ihr in den Patchlogs schon nachsehen. Ich konnte ja schon reinspielen. Könnte auch interessant werden. Es gibt zum Beispiel mittlerweile das Ruhrgebiet. Ist das mit dem Pass? Ist das mit dem Pass? Ob das mit. Es ist aber auch mit dem Season Pass. Ja, also wenn ihr einen Season Pass habt, müsst ihr euch das nicht separat kaufen, das Spiel. Dann müsst ihr euch das nicht separat kaufen. Wenn du irgendwann mehr Länder reinhaben sollst, war liegst du an deinem Hauptsitz? Nee, wir bleiben in Genua. Im Hauptsitz bekommt man immer einen kleinen Bonus noch oben drauf. Und, ja, das lassen wir auf jeden Fall. Das lassen wir auf jeden Fall. Einmal kurz was gucken. Eine Sekunde mal eben kurz. So. Okay. Jetzt haben wir's. Ja, yeah, Greenwald ist auch einfach eine sehr starke Startprovinz. Ja. Außer es wäre Rom, aber da sitzt der Papst und Konstantinopel. Selbst dann nicht, weil wir Genua bis dahin wahrscheinlich so gut ausgebaut haben, dass es sich einfach nicht mehr lohnen würde, noch umzuziehen mit seiner Hauptstadt. Es muss ja auch irgendwie ins Roleplay reinpassen. Und wenn wir nach Konstantinopel ziehen, dann weiß ich nicht, will lieber Mafia expandieren. Meinte das mit Games Planet für CK3. Es gibt den Season Pass 2 da nicht, falls du das meinst. Es gibt im Moment nur den Season Pass 1 auf Steam zu kaufen.
auf Games Planet gibt es die Season Passes nicht zu kaufen. Das ist quasi ein Special Deal, den man über Steam dann, über das Steam dann macht. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann sind die einzelnen DLCs mit den Rabatten von Games Planet, von Ranger, günstiger als der komplette Season Pass. Ich weiß es aber nicht zu 100%, deswegen sage ich das jetzt nicht hier, ne, definitiv so. Müsste ich nochmal nachschauen. Genua sieht doch gut entwickelt aus. Genua ist auch bereits gut entwickelt. Vor allem, weil wir hier mit der Mauer von Genua starten. Ne? Warum löst du eigentlich deine Armee nach jeder Eroberung auf? Weil der Krieg vorbei ist. Also wir müssten kurz darüber sprechen, die Mechanik von Crusader Kings. Die ist dir... Das meine ich jetzt nicht. Die ist dir bekannt, oder? Weil es gibt ja auch immer wieder Leute, die nicht wissen, wie das hier vonstatten geht. Es gibt ja auch Leute, die tatsächlich noch keinen Crusader Kings 3 gespielt haben oder ähnliches. Deswegen frage ich einfach nochmal im Vorfeld. Doppel, guten Morgen. Und Black Whip, wunderschönen guten Morgen. Hallo. Schönen Samstag wünsche ich euch. Genau, wenn die Armee ausgehoben ist, kostet die unfassbar viel Geld. Die regeneriert sich langsamer. Man kann keine neue Kriege erklären. Noch nicht ganz. Genau, also das ist der Hintergrund. Und der Krieg, der wird hier unten immer angezeigt, wenn ein Krieg gerade stattfindet. Wenn der vorbei ist, dann können wir die einfach aufheben. Ich finde es nur schön. Es freut mich aber, dass du dann trotzdem hier bist. So, schauen wir einmal kurz. Vorschlag abschicken. Was haben wir hier? Achso. Für die, die später reingekommen sind, vielleicht auch da nochmal. Ausrufezeichen Uncut in den Chat. Dann bekommt ihr nämlich den Uncut-Kanal von Ranger angezeigt. Und da könnt ihr nämlich auch das Age of Wonders Multiplayer-Event nachschauen. Das ist gestern online gegangen um 18 Uhr. Das wir zusammen mit Maurice, Steinwallen, Writing Bull, Merp und Strategieecke hatten. Lasst da gerne ein Follow, auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn wir da demnächst 1000 Follower erreichen. Das wäre schon krass, weil, wenn wir 1000 Follower auf dem Kanal erreichen, war es erstmal relativ schnell, weil ich den lange Zeit nicht genutzt habe. Und andererseits unterstützt das echt den Ranger. Die 1000 ist so die magische Grenze bei YouTube. Da kann ich auf dem Hauptkanal nur lachen. Ha! Okay, Vorschlag abschicken. Seid gegrüßt, mein bescheidener Vasall. Ich wäre hocherfreut, wenn ihr euch persönlich um die Ausbildung meines Kindes kümmern könntet, bis sie erwachsen ist. Worin soll sie denn ausgebildet werden? König Louis. Louis. Na, 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 Louis. Was das Kühlen echt viel Geld. Wow. What? Habe ich noch gar nicht gemacht. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, falls du das machen möchtest. Es kostet auch kein Geld. Einfach nur auf ein Follow draufdrücken und ihr werdet dann auch darüber informiert, wenn da was Neues rauskommt. So, annehmen. Machen wir mal. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. MJK, mach's gut. Ciao. Schön, dass du da gewesen bist. Jetzt draußen grau? Ich sehe es nicht richtig. Hm. Okay. Aktivität Prachtturnier machen wir jetzt erstmal nicht. Hofarzt. Genau, das wollte ich noch machen. Ich wollte noch einen neuen Hofarzt suchen. So, damit wir nämlich hinterher auch gute Personen haben, die uns dann im Notfall direkt unterstützen können. Ja, lange dauert es nicht mehr. Aber das bringt halt echt viele Vorteile für den Kanal. Early Forest, grüß dich. Beide Kanäle abonniert. Der Hauptkanal fehlte, oh Gottes. Wobei der auch ein bisschen eingeschlafen ist. So, Hofarzt. Ich kann euch auch sagen, warum der eingeschlafen ist. Vielleicht für diejenigen, die es auch auf YouTube hinterher sehen oder vielleicht die, die es nicht mitbekommen haben. Der ist eingeschlafen, weil Let's Plays für mich ein totes Genre sind. Für mich persönlich. Außer bei den etablierten Größen. Weil die das auch einfach gut machen und es ist halt auch einfach ihren USP. Aber jetzt noch einen neuen, oder noch einen Let's Play-Kanal, so wie meiner ja war, der braucht man nicht mehr. Da gibt es schon genug von. Und ich persönlich gucke mir auch keine langen Let's Play-Reihen an, wo es auch aber Folge 54 gibt, Folge 55, Folge 56. Dann kommen jeden Tag 3 Videos am besten noch raus. Da kommt ja keiner mehr hinterher. Gerade wenn man dann noch Twitch-Streams nebenbei schaut, die ich persönlich sehr bevorzuge. Deswegen will ich eigentlich nur noch Einzelvideos zu bestimmten Sachen machen. Bestimmte Spiele in Einzelvideos vorstellen, bestimmte Tutorials, zum Beispiel eine DLC-Vorstellung für Stellaris ist geplant bei mir. Da schreibe ich schon in dem Skript. Und einfach nur noch Einzelvideos, dass ein, zwei in der Woche rauskommen. Bringt da zwar nicht den
ja, sagen wir mal, das ist nicht das Gewinnbringendste auf YouTube, aber es macht mir einfach mehr Spaß, Sachen zu konsumieren oder Sachen zu erstellen, die ich selber auch konsumieren würde. Und ich will lieber einen Eindruck von einem Spiel in einer halben Stunde bis zu einer Stunde haben, anstatt ein Let's Play über 50 Folgen zu sehen. Das ist der Hintergrund, warum ich die Let's Plays auf YouTube auch relativ abrupt beendet habe. Obwohl es sich wahrscheinlich gelohnt hätte über lange Zeit. So. Hells March, grüß dich. Und Panther, einen wunderschönen guten Morgen an euch beide. Ist wesentlich konsumerfreundlicher. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Die Abode. Ja, Steinwald ist aber auch ein etablierter. Steinwald macht das schon seit 10 Jahren. Der hat sich da auch eine Community drumherum aufgebaut. Aber wenn wir jetzt mal, danach gehen, ich will jetzt nicht zu sehr in Schwafeln wandern, ich will bei dem Roleplay weitermachen, ich will es nur kurz begründen. Wenn wir jetzt mal danach gehen, sobald ihr einen Let's Player habt, beziehungsweise zwei Let's Player habt, das wären in dem Fall bei mir zum Beispiel Steinwallen und Writing Bull, dann ist die Kapazität auch erschöpft, weil man kann nicht mehr als ein oder zwei Let's Player verfolgen. Das geht nicht, das ist unmöglich, weil die schiere Menge an Content, die mit einem Let's Play einhergeht, nicht mehr anders konsumiert werden kann. Stellt euch mal vor, ihr wollt, man kann auf Twitch zum Beispiel locker 4 Streamern folgen, weil alle zu unterschiedlichen Zeiten online, dann ist man nur eine bestimmte Zeit da und weiß ich nicht was und dann passt das gerade. Aber wenn ihr 4 Leute habt, die ein Let's Play zu Crusader Kings machen, alle hauen jeden Tag ein Video von einer Stunde raus, 7 Tage die Woche. Das heißt, dann haben wir mal eben locker 14 Stunden an Content pro Woche, die man konsumieren muss. Jede Woche. Das geht nicht. Deswegen. Das ist einfach so mein Hintergrund dazu. Gucken wir jetzt die Hofärzten an. Mein Sachsen-Let's Play. Das war, glaube ich, sogar tatsächlich bei Twitch und wurde dann aufgenommen und drüber gepackt. Aber dafür gibt es ja jetzt den Uncut-Kanal. Der Uncut-Kanal sollte quasi Let's Plays 1:1 ersetzen und dann so, dass man sich selber einteilen kann, wie man das gucken möchte. Vielleicht gehe ich da auch irgendwann in dieses halbe Stunde Format über, weiß ich noch nicht. Aber das ist halt jetzt einfach der ganz normale Uncut-Zeug. So, was haben wir denn hier? Jetzt habe ich doch eine Diskussion. Komm, gehen wir einmal kurz rein. Man schaut aber ein Let's Play nicht nur wegen des Contents, sondern auch wegen der Art des Erstellers. Ja, aber das ist ja nicht das, worum es geht, sondern es geht ja nicht darum, dass die Art oder sonst was, sondern man kann halt nicht explizit mehreren Let's Playern folgen. Das ändert ja nichts daran, dass es vielleicht auch einfach, dass es ein schönes Format für viele ist. Das habe ich nicht gesagt. Also für mich persönlich sind die tot, einfach weil halt auch schon der Markt gesättigt ist, wenn man es mal so sagen möchte. Weil es schon die etablierten Größen gibt. Man kann nur diesen Personen weiterfolgen und wenig neue mit hinzuholen, aufgrund der Zeitintensität. Und da kann ich jemanden noch, also ich rede mal aus meiner Perspektive, ich kann jemanden noch so cool und sympathisch finden, ich würde ihn nicht mehr unterkriegen können. Wenn ich bei Steinwallen schaue, wenn ich bei Writing Bull schaue, und ich nehme jetzt mal meine Person, und dann kommt ein Ranger dazu, und ich finde den Ranger echt sympathisch, aber ich kriege das zeitlich nicht mehr hin, weil die halbe Stunde ist halt die halbe Stunde. Dann geht das nicht. Ich wechsle den Stelle, wenn man besser geht. Das glaube ich, das kann durchaus sein, aber das macht nicht der Großteil. Deswegen ist es zum Beispiel aus meiner Sicht heraus ein unfassbar großer Zeitaufwand, den ich, glaube ich, nicht gut vertreten kann. Weil ich ihn selber zu wenig auch konsumiere dann gleichzeitig. So ungefähr. Naja. Okay. Haben wir einmal kurz darüber gesprochen gehabt. Ich mag es lieber, dann die einzelnen Videos zu haben, die wirklich so Richtung Streams gehen. Und dann in den Streams eher längere Sessions, weil ich halt auch einfach gerne, ich liebend gerne mit euch im Chat interagiere. Das ist so mein persönlicher Punkt. Ich mag das einfach sehr gerne.
Mehr als 1-2 Stunden täglich hat man doch gar nicht. Deswegen, also ich kann auch nur maximal Streams noch schauen und die kann ich leider auch nicht ganz nachverfolgen. Wenn ich zum Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich eine Reihe folge, das ist auch auf Twitch so, deswegen ich auf Twitch auch nicht so lange Serien mache, wenn ich einmal zu weit raus bin, zum Beispiel, ich gucke von Folge 1 bis 11, dann habe ich keine Zeit und dann geht es weiter mit Folge 17 oder 18. Ich will das Aktuelle sehen, um up-to-date zu sein, ich schaffe es aber nicht, die anderen Sachen nachzuholen. Da bin ich zum Beispiel direkt schon raus. Und das geht vielen Personen tatsächlich so in diesem Segment. Das ist ja etwas, womit ich mich tagtäglich auseinandergesetzt habe, jetzt über Jahre hinweg. Mit den Analytics, mit den Auseinandersetzungen, mit den Studien, die es dazu auch schon gegeben hat. Wobei, das ist jetzt nicht vom Statistischen Bundesamt gewesen. medizinisch vorgebildet ist aber ein Sadist. Ja, Sadist ist jetzt erstmal nur eine Eigenschaft, wie sie dann später weitermachen kann mit ihren Charaktereigenschaften. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie dich dann automatisch quälen und foltern wird. Quälen und foltern wird, sobald du dann einmal da in der bei ihr auf dem Dings liegst, auf dem Behandlungstisch. So lange nicht Hannibal Lecter heißt, genau. Jeder Arzt ist doch ein Sadist, oder? Ich hoffe nicht. Ja. Okay. Also das ist der Hintergrund, warum es das halt nicht mehr gibt. Oh. Einfach einmal kurz zusammengefasst. Ich meine, man muss ja nicht der 80.000ste sein, der dann einfach haargenau wieder dasselbe macht. So. Okay, gucken wir jetzt mal, wen wir hier von den beiden Hofärzten nehmen. Dann nehme ich die mit dem guten Bildungswert. Die ist rachsüchtig, das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall nicht mit der verärgern, aber die ist auch mitfühlend und keusch. Rachsüchtig und mitfühlend ist aber auch eine sehr interessante Kombination. Das heißt, wir werden Romilda nehmen und uns sie einstellen als eine Hofärztin. 55 Gold ist ganz schön teuer. Immerhin haben wir jetzt aber eine Hofärztin. Sehr schön. Das freut mich zu hören. Wir können hier ein Prachtturnier durchführen. Prachtturnier machen wir jetzt nicht. Wir werden stattdessen nochmal... Katholisch sind die ja sowieso alle. Das heißt, der Bischof, der kann hier die nächste Region eigentlich schon mal wieder für sich beanspruchen. Das werden wir, glaube ich, auch tun. Das werden wir auch tun, weil dann werden wir nämlich stattdessen hinterher vielleicht sogar noch mit Söldnern agieren. Wir machen so viel Geld, wir können locker alles mit Söldnern überfluten und uns dann daran spaßig erfreuend durch die gesamte Region hier marodieren. Wenn das nicht toll ist. Okay, Leute. Ich gehe einmal ganz kurz ums Eck. Das heißt, wir machen eine ganz kurze Werbung. Eine ganz kurze Pause. Ich mache einmal kurz Werbung für alle, damit die Leute, die neu reinkommen, eine halbe Stunde lang keine Werbung bekommen. Das ist der einzige Unterschied dazu. Ihr könnt gerne nochmal eure Gedanken zu Let's Plays oder Ähnlichem raushauen, wenn ihr wollt. Lasse ich euch selber und ich bin dann sofort wieder da. Denkt daran, falls ihr neu seid, gerne ein Follow da lassen. Viermal die Woche live, dienstags, donnerstags 19 Uhr, samstags, sonntags um 9 Uhr. Das heißt, wir haben abends und Frühstücksstreams. Hauptsächlich haben wir Paradox Interactive Schwerpunkt, aber wir spielen alles von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung, auch Anno, Age of Wonders oder auch ein Railway Empire wird es demnächst geben. Oder Jacket Alliance 2, das hat mir auch sehr viel Spaß in der Preview gemacht. Oder Xenonauts. Und ich glaube, ich würde demnächst auch gerne mal Phoenix Point spielen. Ach, so viele Sachen. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Die Familie, sie zieht weiter. Die Soprangers, die müssen jetzt sich etwas mehr von Italien holen. Denn wir schauen Richtung neue Grafschaften. Zum Beispiel Grafschaft Monferrato. Die schuldet uns noch Geld und, naja, deswegen werden wir ihr mal einen Besuch abstatten mit unseren Capos und Consiglieres, die wir hier haben. Die wir dann nach und nach immer wieder in Scheibchenweise hier rüber schicken und in Scheibchenweise auch schneiden werden. Und dann hinterher als Feinwurstwaren italienischer Art verkaufen. Das ist doch schön, ne? Mortadella für jeden. Eure Bekanntschaft. Gottfredo ist gestorben. Na gut. So, ist Ruhe in Frieden, ne? Urbi et Orbi, wie man so schön sagt auf Französisch.
Wir müssen den Suffraganbischof noch von uns billigen lassen und ansonsten sind wir wirklich schon recht weit vorne, muss man sagen. Hat Genua ein gutes Sondergebäude? Ja, Genua hat als Sondergebäude Mauern von Genua. Die Mauern von Genua. Steuern kriegt man dadurch 3,0 mehr im Monat. Man kriegt eine Festungsstufe noch dazu. Garnisonsgröße erhöht sich und vor allem die Gefahr in der Umgebung, die minimiert sich enorm. Gleichzeitig haben wir auch den Entwicklungszuwachs, der damit noch einhergeht. Also man hat schon sehr viele tolle, positive Eigenschaften mit dabei. Grundsätzlich können wir auch nochmal schauen, ob wir vielleicht das Tempel noch etwas verbessern wollen, aber wir kriegen ja nur einen prozentualen Teil davon. Trotzdem, Genua wird immer in unserem Besitz bleiben. Genua bleibt hier. Mitten in unserem Herzen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Was wird halt unser Ziel sein? Unter dem Radar fliegen, Geld, Geld, Geld zu machen. Ja, wir wollen jetzt, um es mal in einer neuen TikTok-Sprache zu übersetzen, die ich eigentlich nicht kenne, aber trotzdem, wir wollen High-Performer werden. High-Performer. 7-Tage-Woche, 12 Stunden am Tag arbeiten. Bam! Und dadurch wollen wir dann auch hinterher unseren Reichtum erwirtschaften und dann für die Familie alles tun und die anderen weiterarbeiten lassen, während wir weiter high-performen. Und wenn dann jemand krank wird, sagen wir direkt, du bist unwürdig, bei mir in der Firma zu arbeiten. Krankheit? Ich war 18 Mal krank hintereinander und ich war trotzdem jeden Tag 12 Stunden arbeiten und dann war die Krankheit war sogar noch krank. So, in diesem Bereich gehen wir jetzt rein. Wir haben jetzt eine Ratsmitgliedseinladung bekommen als Ratsverwalter. Endlich mal eine logische Konsequenz, die wir hier haben. Die nehmen wir natürlich auch freundlicherweise an. Dadurch bekommen wir nämlich einen schönen Bonus, nämlich Steuern plus 2,0 im Monat. Jetzt machen wir fast plus 10. Wir lehnen uns einfach zurück und wir lassen einfach das Geld für uns arbeiten. High-Performer. Ach so, High-Performer. Eine Pferderennstrecke in Monaco bauen. Sizilien oder Sardinien? Sardinien. In Sardinien haben wir die Minen. Können wir jetzt gerade nicht sehen, aber die sind auf jeden Fall auf Sardinien. Huch, ich habe Pause noch drin. Es gibt aber ein Prachtturnier von König Lothar II. Ich glaube, wir werden mal Richtung des Prachtturniers gehen. Celeste, moin moin. Ranger, bist du jetzt bei der Mafia? Tony Sopranger ist bei der Mafia. Wir sind nur im Hintergrund aktiv. Wir sind nur High Performer. So eine Art Meeresbiologe. Bärenkatapult. Wann die Handelsrepubliken bei Crusader Kings 3 spielbar werden? Laut Aussage vom Paradox ist das nicht geplant. Wer keinen Burnout-Stolz im Lebenslauf stehen hat, hat die Loser-Mentalität. Ist so. Also nur mit Burnout ist man überhaupt richtig am Arbeiten gewesen. Das kann ich euch sagen. Prachtturnier von König Lothar II. Anschließen. Das machen wir mal. So, das ist von König... Der König Lothar. Ein Lothar Matthäus weiß genau, wohin es geht. Egal, ob meine oder Madrid, Hauptsache Italien. Ne? Das ist vollkommen egal. Mit so einem Lothar kriegen wir das schon hin. Wir werden dafür hochreisen. Für alle, die das DLC noch nicht gesehen haben oder noch nicht genau wissen, was da drin ist, weil sie das DLC vielleicht selber noch nicht haben. Erkläre ich einmal kurz die Mechanik. Ihr werdet, sobald ihr auf eine Reise geht, also irgendwo zu einem Turnier, zu einem Festmahl oder sonstiges, müsst ihr eine Reise antreten, weil ihr könnt euch natürlich nicht magischerweise dorthin teleportieren. Das kann nur Houdini oder die von Star Trek Enterprise, das ist hier doch... die vom Imperium, ne? Die durch das Sterntor gehen. Dann müsst ihr eine Reise bestimmen. Diese Reise ist vollgespickt mit Gefahren und Ähnlichem. Das bekommt ihr auf der Karte immer wieder angezeigt. Ihr bekommt auch den Weg angezeigt, den ihr hier drin wählen könnt, beziehungsweise den ihr hier drin nehmt, durch die Engen der Gebirge durch, bis ihr hier oben seid. Um die Reise zu minimieren, die Gefahren dabei zu minimieren, solltet ihr ein bisschen Gefolge mitnehmen. Zum Beispiel ein Karawanenanführer, der euch in erster Linie vor allem auch Tempo bringt und euch auch Schutz bietet, aber auch natürlich weitere Reiseoptionen wie Söldner, die ihr anheuern könnt. Das ist vor allem deswegen wichtig, damit ihr nicht einfach ermordet werdet, während ihr unterwegs seid. Grundsätzlich sollte man als Herrscher nicht alleine unterwegs sein. Ja, sonst wird man hinterher wie Helmut Kohl mit Eiern beworfen. Ja? Kennt ihr das? Kennt ihr diese Sequenz von Helmut Kohl, als er mit Eiern beworfen wird und dann wütend in die Menge reinrennt und anfängt, in die Menge reinzukloppen? Das sind mal Bundeskanzler, ne? Da musste man noch anpacken. Gottes Willen. Naja, gucken wir mal den Karawanenführer an. Wir hätten hier
eine einzige Person, die durchschnittlich ist, die dafür die Geschwindigkeit der Karawane um 12 erhöht, dass wir dann bei 135 wären, und die Verteidigung durchschnittlich um 9 erhöht. Nehmen wir das nochmal mit rein und sagen wir, Jos Keller, du bist nun eingesetzt als Karawaneführer. Kostet dann 4 Gold, aber das ist nicht so schlimm für uns. Jetzt können wir als Reiseoption noch zusätzlich was hinzupacken. So, während ich jetzt hier nochmal kurz was trinke. So stelle ich mir Ranger auch vor. Genau. So war das auch, ne? Der hat handfeste Argumente gehabt. Ja, auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall handfeste Argumente gehabt. Wie heißt das? Datenautobahn? Ja, dann macht das der Verkehrsminister. Jetzt gucken wir, was an Gefahren noch auf dem Weg ist. Wir haben vor allem viele Gebirge und Hügel, die mit auf dem Weg sind. Ein paar Wälder, die noch in Gefahr ausstrahlen. Und hier oben ist auch nochmal ein Hügel. Das heißt, wir gehen auf Reiseoptionen und werden jetzt hier mal schauen, ob wir jemanden haben, der uns das ein bisschen leichter machen kann. In dem Fall haben wir hier den Bergsteiger. Der senkt die Gefahr durch Berge, Hügel und Bergwüsten. Ihr seht sogar darunter, ich mache mal kurz die Kamera weg, wie die Gefahr sich genau minimiert. Das seht ihr bei jeder einzelnen Sache einmal genau angezeigt. Wenn wir jetzt nämlich auf Bergsteiger draufklicken, seht ihr, dann hat die Gefahr ganz schön abgenommen. Jetzt haben wir noch hierbei ein paar Hügel, die trotzdem noch ein Gefahrpotenzial haben, und einen Wald. Was wir jetzt machen können, ist, entweder einen Waldpirscher mit reinzunehmen, wodurch wir auf 7 und 4 reduzieren, oder wir sagen, wir wollen Söldner anwerben, die Reisesicherheit insgesamt erhöhen, und wenn wir das machen, dann ist quasi die Reise so gut wie komplett sicher. Also von dem her, ist das ein guter Weg, den wir hier haben. 16 Münzen kostet das dann. Die müssen wir dann definitiv dafür einsetzen. Wir könnten jetzt noch sagen, Route anpassen, und wir könnten jetzt noch irgendwo anders lang gehen. Vor allem, wenn wir dann durch unsere eigenen Grafschaften durchgehen, könnten wir vielleicht auch nochmal damit die Kontrolle ein bisschen erhöhen. Machen wir jetzt aber in dem Fall nicht. Wir sagen, das passt so für uns und wir machen uns auf den Weg. Hier sieht man auch, bis wann man die Reisezeit antreten muss. Also 7 Monate haben wir noch Zeit. Wenn wir jetzt losgehen, dann kommen wir ungefähr... geschätzte Ankunft 2. Januar? Ah ja, passt. 2. Januar, dass wir noch rechtzeitig zum Turnier kommen. Es gibt immer so eine bestimmte... Ist das hier angegeben? Wo ist denn das angegeben? Irgendwo ist das angegeben. Da steht drin, wenn ihr jetzt loslauft, dann kommt ihr noch rechtzeitig an. Wir sagen, wir wollen uns dem Prachtturnier anschließen und daraufhin macht sich jetzt unsere Person auf den Weg. Und in der Zeit, solange unser Herrscher unterwegs ist, wird eine Regentschaft die Herrschaft unserer Ländereien übernehmen. In dem Fall ist es unsere liebenswerte Frau, die die Treue egoistisch hat. Wir können aber auch noch andere Personen rüberbringen zu uns. Das Problem ist, die reisen jetzt gerade alle selber dahin. Wir sollten immer darauf schauen, dass jemand dort ist, der uns wohlgesonnen ist, weil irgendwann kann die Regentschaft so weit nach oben gegangen sein, die Waagschale der Macht, dass sie dann einfach die Macht übernehmen können. Wir sollen also auch darauf aufpassen, wie häufig wir unterwegs oder ja, wie häufig wir unterwegs sind. Leipzig war das, weiß ich gar nicht mehr. Macht heute noch der Verkehrsminister. Unser Regent ist unsere Frau, also alles in Ordnung, alles in Ordnung. Prachtturnier, ein neuer Anfang. Mein Mitteilnehmer König Lothar richtet einen Wettkampf in der Nähe von Dickirch aus. Es ist Zeit für unsere Abreise. Wir werden das Haus Supranger vertreten und das römische Volk stolz machen. Wir haben die römische Kultur. Wenn wir schon einmal dort sind, sollten wir die Gelegenheit auch dazu nutzen, die französische Kultur zu genießen. Mmh, ihr Fromage. Lecker. Ich kann es kaum erwarten. Bisschen Käse und ein bisschen Wein. Den hau ich mir mal locker rein. Ja, sicher. Ich habe keine Ahnung, was wir gerade eben ausgewählt haben. Weil ich in dem Moment hier hochgegangen bin und hinklicke, in dem Moment als ein... Ach, egal. Egal. Was will man da machen? Die Kirche gibt es in meiner Heimat Luxemburg. Das ist doch auch Luxemburg. Hier, oder? Nee, ist nicht Luxemburg. Doch, ist Luxemburg. Na klar. Hier, da ist es. Direkt an der nordöstlichen Grenze. Käse, Wein und Froschschenkel. Habt ihr schon mal Froschschenkel gegessen? Ich habe die tatsächlich mal gegessen. Lohnt sich aber nicht. So, die Regentschaft ist hier. Webern. Also, es war jetzt noch kein Webern. Nichts Wichtiges gewesen sein. So sehe ich das nämlich auch eher. Wegen der Routen- und Gefahrenreduzierung. Finden hier die Trades wie Furtner Spezialist und für unwegsames Gelände und so weiter auch Anwendung? Ich glaube nur beim Karawaneführer, nicht bei dir selber. Was ist denn jetzt los? Alter, was machst du denn jetzt? Turnier ist schon losgegangen. Jetzt gehen wir wieder zurück, oder was?
Das war eine sehr tolle Reise. Gräfin Livia erhielt die Eigenschaft schwanger. Moment mal! Dies hier. Wir sind hier. Hast du vielleicht deine Reise abgebrochen? Nee, die sind ja bis hier oben noch hingegangen, ne? Das göttliche Element. Ach, meint ihr, das ist entweder wie bei Star Wars, die unbefleckte Empfängnis, oder wie bei Jesus? Ja, wir sollten vielleicht mal mit der Frau etwas intensiver sprechen. Nun. Man merkt ja nicht sofort, dass man schwanger ist. Aber wir waren 7 Monate fast unterwegs. Also, warte mal. 7 Monate ist die Reise bis hier oben hin gewesen. Das heißt, wir sind von hier unten aus bis hier oben hin 7 Monate unterwegs gewesen. Nee. 7 Monate ist, glaube ich, die Gesamtreisedauer. Das heißt, wir sind bis hier oben 3,5 Monate, 4 Monate unterwegs gewesen. Und dann sind wir wieder hier runtergegangen. Das heißt, wir waren 5 Monate ungefähr unterwegs. Es ist verdächtig. Kommt drauf an, wie schnell die jetzt das Kind bekommt. Halten wir das mal im Auge. Ende Februar hat sie gesagt, sie ist schwanger. Das heißt, wenn sie jetzt im September das Kind bekommt... Ich glaube nämlich nicht, dass es eine Verzögerung in Crusader Kings gibt. Ich weiß es aber nicht genau. Ich merke, dass mich Hauptmann Filippo mehr als sonst meidet. Er sitzt immer am gegenüberliegenden Ende der Tafel, wenn wir zu einem Festmahl eingeladen sind. Lehnt meine Gesellschaft beim Kampieren durchgängig ab und steht sofort auf. Wir haben vielleicht nicht die beste Beziehung, doch diese Haltung fängt an, mich zu ermüden. Vor allem, wenn ich mitbekomme, wie er mich öffentlich verleugnet. Toni ist ein abstoßender Holzkopf. Ich wäre als Graf viel besser geeignet als er. Wow. Das sagt er. Bison, vielen lieben Dank für deine 100 Bits. Dankeschön. Geht's denn so? Super, ich hoffe dir ebenfalls. Ich glaube, das ist... Ist es wirklich so? Ich dachte, es ist nicht egal. Ich dachte, es ist nicht egal. Wisst ihr das? Ob es egal ist, wo man ist, dass um die Frau zu schwängern oder nicht? Ich glaube, man muss am selben Ort sein, damit sie schwanger wird. Also, nee, man muss am selben Ort sein, dass sie schwanger wird, weil wenn sie nämlich an einem anderen Hofe ist zum Beispiel, können wir sie auch nicht schwängern. Kann man irgendwie die Herkunft am Kind anzweifeln, nur über Ereignisse, die automatisch vom Spiel herkommen. Das ist durch Gottes Segen oder durch den Priester, ist fast dasselbe. Aber nicht sicher. Wir hatten aber mal einen Durchgang. Wir hatten mal einen Durchgang, da hatten wir... Das war in Indien sogar. Das war hier drüben. In Indien. Da waren wir hier Herrscher. Hier. Und unsere Frau war hier am Hofe. Und wir konnten diese Frau nicht schwängern. Mitgereist. Die ist nicht mitgereist. Die ist vor Ort. Die ist nämlich die Regentin. Naja. So. Ihr wollt wissen, wie es ist. Ich zeige es euch. Ist das einer unserer Ritter? Nee, ist ein fremder Herrscher. Was haben wir denn damit? Verwundet und Meutereidemütigung. 5 Jahre lang. Und er verlässt das Reisegefolge. Oder er gewinnt den Kampf. Dann, Yosella, kümmert euch darum. Schimpft leicht mit Filippo. Schimpft leicht. Ihr werdet den Rest eurer Tage im Kerker verbringen. Ihr kerkert ihn ein. Geh mir aus den Augen sofort. Oder ist das der Wind, den ich da höre? Ja, also ich glaube, es gibt nur eine einzig wahre Eigenschaft, die wir hier wählen können, oder? Ich glaube, es gibt nur eine einzig wahre Eigenschaft. Wir kerkern ihn selbstverfreilich, selbstverständlich, ohrenbetäubend ein. Wir legen ihn in Ketten.
Kerker und dann Köpfen. Ja, Köpfen ist vielleicht jetzt ein bisschen viel. Wir lassen ihn einfach bei den Fischen schlafen. Also jetzt mal ganz ehrlich, das sind halt so Punkte, das verstehe ich manchmal nicht so ganz in Crusader Kings, weil das relativ häufig vorkommt. Dass die Leute so über die Herrscher sprechen. Direkt vor den anderen. Ich glaube nicht, dass ein Herrscher dazu lässt. Also ich nicht. Ne? Betonsmoking. Endlich bin ich wieder zu Hause. Es gibt nichts Schöneres, als nach einer langen Reise wieder in Genua anzukommen. Ich freue mich darauf, mich eine Zeit lang auszuruhen. Doch der Ruf der Straße verklingt nie. Feel you, Bro. Ich bin auch direkt von der Street. Mein Karawanenführer Joskella berichtet, dass wir seit 185 Tagen unterwegs sind und 36 Baronien durchquert haben. Den höchsten Mächten sei Dank kann ich wieder hinein. Dann packen wir Strategiehamster jetzt ins Kaffee-Viereck. So, hat er jetzt davon. Hat er jetzt davon! Also immer diese Entscheidungen und Tutorials, die hier reinkommen, das ist so nervig. Oh. Gucken wir mal. Also, werte Frau Gemahlin, schwanger, erwartet seit 5 Monaten ein Kind. 5 Monate, das heißt, ja, da waren wir unterwegs. April, März, Februar, Januar, Dezember. Und wir sind im Oktober aufgebrochen. Oder im November. Ende Oktober, Anfang November. Im November warst du noch nicht unterwegs. Aber sie hat ja seit Dezember die Empfängnis. Wir waren 6 Monate unterwegs und sie erwartet das Kind seit 5 Monaten. Das geht nicht. Die hat es mitgereist, hat Homeoffice gemacht. Wir können in unsere Erinnerung gehen. Hier. Können wir das hier nicht sehen? Man kann es in die Zwischenablage kopieren. Ah, das können wir leider nicht sehen, wann wir losgereist sind. Schade. Schade. Aber es geht nicht. Das ist unmöglich. 185 Tage. Bei ihr vielleicht. Wir sehen nur die Erinnerungen, über die wir wissen. Also zum Beispiel, mein erstes Kind wurde geboren oder ich heiratete Graf Toni, weil wir können ja nicht, wir können nicht, das wäre schon fast cheaten, wenn wir jetzt in ihren Kopf reingucken könnten. Eieieiei. Oh, den können wir hinterher für 100 Gold sogar wieder rauslassen. Na komm, solche Sachen hier. Ich bin... Jetzt können wir niemandem mehr vertrauen. Wer war denn hier bei uns? Wer war denn hier bei uns vor Ort? Gibt ja kein Ereignisprotokoll. Gibt es kein Ereignisprotokoll? Nee. Also doch, es gibt hier ein Ereignisprotokoll. Ereignisse, die immer wieder angezeigt werden, aber ich glaube, ein Ereignisprotokoll habe ich noch nie gesehen. Was heißt das brennende Herz bei dir? Welches brennende Herz meinst du? Das brennende Herz bei mir? In meiner Brust? Ach, das hier, bei meiner Frau. Lüsternd. Also... Fruchtbarkeit ist erhöht. Ja, also das wäre halt so ein Punkt, da würde ich als jemand, gut, ich habe aber einen niedrigen Bildungswert, da würde ich eigentlich schon verdächtig dahinterhergehen. Ne? Also erst 3 bis 4 Monate, danach kommt der Schwanger-Trade. Sicher? Iwebo, guten Morgen. Lüstern ist meist ein Indiz, ja. 25. Oktober müsstest du los sein. Das geht nicht auf.
kann sich umbringen, bevor ich... Ja, nee, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Wenn wir herausfinden, dass es nicht unser Kind sein sollte, das kriegen wir ja nach der Geburt vielleicht angezeigt, dann, ist das Kind sowieso aberkannt. So, damit haben wir jetzt die Region auch noch. Faustina! Die hat Faustina hinter den Ohren. Die sieht aber jetzt nicht anders aus als wir. Faustina, oder wie ich sie nenne, Lügtina. Der Lüge überführt hier. Lügtina bist du jetzt. Es war der Bruder. Wir haben gar keinen Bruder. Lüstern und schüchtern. Ja, also erst geht die Person nicht los, aber wenn sie dann loslegt, dann eieiei, für Erwachsene, musst du abschalten. Ne? So. Dann der Vater. Wir haben auch keinen Vater. Wir sind quasi der Lattenjub. Das Kind hat doch gar nicht gelogen. Jetzt schon. Pack ihn in den Hausarrest, sonst könnte er im Kerker sterben. Lass ihn doch im Kerker sterben. Ist doch egal. Sag mal. Wir holen uns hier hinterher Geld von dem. Fertig. Wer ist das denn hier? Tyrion Lannister? Kann das sein? Ein Gold. Warum haben wir einen Zwerg bei uns im Kerker? Vielleicht der Sohn? Was? Lannister-Style. So, naja, okay. Zentralisierung, Entwicklungszuwachs in Reichssitz plus 0,3. Machen wir auch nochmal. Der sieht aus wie der Vater. Nun. Aus dem letzten Krieg. Erstmal holen wir uns jetzt das hier noch dazu. Heinrich. König Louis. Entwicklung ist ein Maß für die örtliche Infrastruktur und den technologischen Fortschritt in einer Grafschaft. Höhere Entwicklung steigert die Aufgebote, die Steuer und die Versorgungsschwelle, die man aus der Grafschaft erhält. So. Okay. Leute, also bei allem Spaß, den man mit Crusader Kings hat, ja, jetzt nicht auf eine Stereotypenwelle reiten, ja. Es gibt doch die Möglichkeit, jemanden zu verführen und am Ende kannst du auswählen, dass sie deine Affäre wird und man sie beschläft. Kommt man dann auch nicht sofort oder eine Sekunde später die Meldung, dass sie schwanger ist. Das dauert durchaus mal eine kleine Weile. Doch, man bekommt relativ zeitnah die Meldung, dass jemand schwanger ist. Verlorenen Gedanken. Der nachdenkliche Sohn, also der ist auf jeden Fall von uns mit den Augen. Nachdenklicher Junge. Apropos nachdenklicher Junge, ja, das machen wir mal. Du bist natürlich auch verwaltungstechnisch vorangebracht. Der Sohn war's. Ja, aber dann ist es immerhin in der Familie geblieben. Komitissa. Die hat keine zusammengekniffenen Augen. Das kann nicht unsere Tochter sein. Naja, egal. Solange es nur unser Geheimnis ist, ist ja alles in Ordnung. Können wir hinterher für Bündnis dann... Ne? Die haben ein starkes Bündnis. Und der Sohn ist krank? Keucher, ja, stimmt. Eieieiei. Und am Ende hat man 30 Kinder und alle sehen anders aus. Und alle sehen sie anders aus. Wenn wir jetzt aber gut sparen, können wir vielleicht... Söldner sind so teuer geworden mittlerweile, ne? Aber der kroatische Trupp Poschek, den könnten wir uns dann hinterher holen. Dann würden wir auch noch mal ein bisschen vorgehen können. Was haben wir denn hier drüben? Parma. Der gute alte Parma-Schinken. Aber die sind auch verbündet. Was ist mit denen hier?
Die haben doch bestimmt noch kein Bündnis. Ach, das ist der König selbst. Den König wollen wir noch nicht stürzen, glaube ich. Das ist leichter zum Nachmerken, wenn die anders aussehen. Ah. Das Problem ist, also man kann schon mit einer kleineren Armee gegen eine überlegene Armee gewinnen. Aber gerade jetzt am Anfang ist es eigentlich echt schwierig, weil nur Aufgebote hauptsächlich mit ins Feld geführt werden. Und dann würden wir gegen 8 Ritter kämpfen. 8 Ritter, 400 Pikiniere, damit würden wir schon verlieren. Weil wir haben gerade mal 300 Bogenschützen. Weil die Bogenschützen... Ah, nee, den Kampf können wir auf jeden Fall nicht ausfechten gerade. Den können wir nicht ausfechten. Würden halt Plänkler nur kontern. Viper-Sepp, vielen lieben Dank für deinen doppelten wichtigen Monat. Dankeschön für den Sub im 4. Monat. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Also Pilgerreise 1 bis 10. Ups. Wieso erhöhst du nicht einfach deine Truppen? Achso, du kannst nicht mehr Kriegsvolk haben. Wir könnten die hier rausnehmen. Also das würde rein theoretisch gehen. Wir könnten die rausnehmen und würden dann dafür, weiß ich nicht, zum Beispiel... ja, da, jetzt ist sie nochmal schwanger. Hat Rain schon ein Bündnis? Wir haben ein Bündnis. Söldner. Söldner würde ich dann noch holen, aber dafür müssen wir noch ein bisschen Geld sparen. Wir könnten die quasi rausnehmen und könnten uns dafür was anderes holen. Zum Beispiel das gepanzerte Fußvolk. Das gepanzerte Fußvolk müsste auf Stufe 8 hochgehen können. Mit der römischen Kultur, wenn ich mich jetzt nicht irre. Lass uns mal kurz nachschauen. Will uns da jetzt einer erpressen? Halt, bevor wir erpresst werden, gucken wir mal kurz nach. Plus 2. Plus 2 haben wir auf jeden Fall. Das heißt, wir gehen dann auf 7 hoch. Okay. Gucken wir mal gleich. Ich weiß, dass ihr in Wahrheit für den Mord von an Antonius verantwortlich seid. Wenn ihr wollt, dass ich schweige, werde ich tun, was ich euch sage. Vasall im Königreich von Westfranken. Woher weiß er das? Wir nehmen das mal an. Aber jemand, der uns erpresst, eine Hand wäscht die andere, werden wir auf jeden Fall einen Mordkomplott gegen den geschmiedet. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Leute, sagt mal, was ihr machen würdet. Sollen wir, eins, wir behalten die Onager. Zwei, wir lösen die auf und holen uns... Frühgeburt. Und holen uns das schwere Kriegsvolk. Das gepanzerte Fußvolk. Eins oder zwei? Eins, wir behalten die. Zwei, wir holen uns das schwere Fußvolk. Okay, das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Pass auf, dann machen wir das. Vernichten. Und dann holen wir uns das gepanzerte Fußvolk. So. Und wir erhöhen es direkt auf 3. Damit haben wir nochmal eine deutlich stärkere Armee auf jeden Fall. Ich glaube, das lohnt sich auch mehr hierbei. Wir haben gerade erst mit unserem Komplott angefangen und schon ist es aufgeflogen. Die Existenz meines Komplotts gegen ermordeten Herzog Gausfried ist aufgeflogen. Auch wenn meine Verstrickung darin noch nicht bekannt ist, macht er dies dennoch wesentlich schwerer, meine Pläne Früchte tragen zu lassen. Der hat einen Ränkewert von 7 und trotzdem reicht das aus... Das ist doch wild. Was hat denn der für ein Ratsspitzel? Was hat denn der für ein Ratsspitzel? Hallo? Dann brechen wir das ab. Sonst fliegt das hinterher auf. Dann hat er noch so ein Ding gegen uns in der Hand. Aufgeben.
Ging das nicht auf 5? Doch, aber wir haben kein Gold mehr. Wir haben nur 30 Gold, die sind ja teuer. Aber die werden wir auf jeden Fall jetzt hier hinpacken. Ja, setzen wir die auch. Und dann nehmen wir die Bogenschützen lieber und packen die hier drüben hin. Das ist unsere Leibwache. Können Römer nicht auch Legionäre rekrutieren? Nee, Römer haben Kataphrakte. Hier. Nee, warte mal, wo sind... Doch, ja. Kann Kataphrakte als Kriegsvolk rekrutieren. Das ist mit oströmisches Erbe mit dabei. Ansonsten haben wir hier keine Legionäre an sich. Legionäre sind ja auch zu der Zeit auch... Also sind ja nicht mehr up to date im Jahr 873. Kann man nicht immer nur einen Erpressungsgrund haben, einen großen, einen kleinen? Ich wollte ihn ja ermorden, ich wollte ihn ja nicht erpressen. Oh, ein Anspruch auf das Herzogtum Provence. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was soll ich denn, in der Provence? Hier unten ist Provence. Wo ist die? Da ist Provence. Hm. Für 220 Frömmigkeit würden wir einen Anspruch auf das Herzogtum von Provence bekommen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Kräuter der Provence. Ich bin interessiert. Und zwar einen starken Anspruch. Bisschen stark? Wir sind ein bisschen stark. Sympathisch. Ja. Da ist ein Factory-Suchtig. Grüß dich. Das machen wir. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. 3 Packen minus 2 Packen gleich 1 Packen. Juhu. Ja, pass mal auf, Kollege Schnürschuh. Ne? Da werden wir jetzt gleich aber auf jeden Fall... Aber die bewegen sich hier mit Söldnern hin und her, ist das große Problem. Also die können ja... Moment. Bei wem haben wir denn jetzt hier geschaut gehabt? Stimmt, La Tour de Pin, oder wie die ausgesprochen werden, da hat der Steinwallen gespielt gehabt, ne? Da stimmt doch irgendwas nicht. Hier sind doch mehr Armeen auf dem Felde als gedacht. Der hat Söldner, aber warum bekommen wir die Söldner nicht angezeigt? Ich habe entschieden, euren Anspruch anzuerkennen. Es sind unerschütterliche Beweise ans Licht gekommen. Ich werde mich als würdiger Herrscher beweisen. Gegner hat ein ähnliches Wappen. Nee, das ist die erste Armee von Provence. Der hat sich Söldner geholt. Die werden hier aber... Das ist die... Alter. Das ist die Hauptarmee, das ist die andere Armee. Das passt. Ja, okay. Ja. Ja. Ja, toll. Dann kriegen wir nur noch einen kleineren Teil von der Provence. Erstmal hole ich mir jetzt hier meine Ansprüche. Oh Gottes Willen, wir kämpfen gegen die ganzen 1000. Leere Drohungen. Claro, grüß dich, hi. Mein Ratsspitzel ließ den Priester vorführen, um ein großes Komplott zu enthüllen, darüber zu urteilen. Doch als der Priester sich weigerte, ein Geständnis abzulegen, hatte Ruggiero keinerlei Beweise, um seine Anschuldigung zu stützen oder zu untermauern. Nun stellt mich doch nicht bloß um bloß, Ruggiero! Oder? Der Priester muss doch irgendeine Schuld auf sich geladen haben. Hm, 250... nee, dann sind wir negativ in der Frömmigkeit. Damit sind wir das auch. Na egal, aber das ist besser aufzuhalten. Das ist besser aufzuhalten. Wir gehen nochmal kurz hierhin zurück, weil der soll komplett stören weitermachen. Ach du Scheiße. Der ist ja richtig gut durchgegangen hier gerade. Ah, warte, die kämpfen nicht gegen uns, oder? Doch, die kämpfen. Die wollen gegen uns kämpfen. Ah! Das
könnte ausgeglichen sein. Warum kriegen die dann jetzt auf einmal nochmal oben drauf? Ha! 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 Juhu! Genua! 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 Ich fresse eure Herzen! Gut, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber... Man muss sich auch mal freuen können. Flussüberquerung? Nee, aber wir haben einfach starke Volk, Kriegsvolk. Starkes Kriegsvolk. Genua weg, du! Genau so sieht's aus! Okay, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber wir gehen jetzt nochmal rüber. Wir sind die Champignons. Wir gehen nochmal zurück in unsere Provence. In die Kräuter der Provence. Richtig morbide hier. Eieieiei. Können Lebenswandel nochmal durchführen. Also, dass wir hier mit dem Kampf mitmachen, ist ja... Puh. Schauen wir nochmal bei den Söldnern rein. Ist nicht so schlimm, wenn wir uns verschulden. Ja, wer kommt jetzt zuerst in die Verteidigung rein? Das ist wirklich der Kampf der Verzweifelten hier, ne? Oh nein, unser Befehlshaber wurde verwundet. Und eine Nase für Schnäppchen. Leute, wir sind gerade im Krieg und jetzt kommt hier eine Nase für Schnäppchen bei rum. Da weiß ich nicht, was ich zu sagen soll, ne? Junge, ey. Während ich einen kleinen Spaziergang mache, sticht das Geschrei eines Händlers in all dem hektischen Treiben hervor. Sei mir gegrüßt, Herr! Ich habe eine vorzügliche Auswahl an Waren, sofern ihr die nötigen Münzen habt. Der Stand des Händlers quillt wahrlich über von Tanz und Krimskrams. Als geübter Käufer für edle Waren fallen mir ein paar echte Schmuckstücke in all dem Schnickschnack auf. Ich versuche mein Glück. Nope. Die Details dieses Schmuckstücks faszinieren mich. Auch nicht, weil wir gierig sind. Ich habe Nein gesagt, nun verschwindet, bevor ich euch verschwinden lasse. Das ist mal eine Aussage für einen Mafia-Clan. Verschwindet, bevor ich euch verschwinden lasse. Das ist jetzt die Auswahl, die ihr habt. Nun denn, köpft ihn! Damit haben wir die Armee komplett verschwinden lassen. Waren. So. Ich glaube, wir holen uns wirklich noch die Söldner dazu. Die schwarze Truppe wäre, glaube ich, sowas, die ich mir hier noch mit reinpacken könnte. Vor allem wegen Hügel, Gebirge und so. Wenn wir jetzt einmal bei Gelände nachschauen, dann haben wir hier unten, natürlich haben wir hier unten die Ebene. Hier unten haben wir die Ebene. Dann ist vollkommen egal, was da ist. Da könnten wir rein theoretisch sogar, wenn ich jetzt mal so superkalifragilisticexpialidocious da rangehe, könnten wir auch die lombardische Truppe Abruzzi nehmen. Nee, wartet mal. Dann holen wir uns lieber die Erzarmee. Die Erzarmee von Erzengel Gabriel persönlich gesendet. Dazu da, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Die macht, glaube ich, am meisten Sinn, wenn wir die hier reinpacken. Verschwinden die Busse oder verschwinden die Taxi? Verschwinden die Straßenbahn? Komm, die holen wir uns. Anwerben! Wir haben so unfassbar viel Geld. Wir sind reich. So artikuliere ich mich auch grundsätzlich gegenüber anderen Menschen, wenn andere Menschen mit mir im Real Life sprechen. Und, wie geht's deiner Familie? Wir haben so unfassbar viel Geld, wir sind quasi reich. Hör auf, mit mir zu sprechen. Hashtag Content Creator Life. Das ist halt einfach so. Da schwimmt man einfach in the money, in the pool. Das hier stört mich. Die Bewegung führt zu 100 Verlusten. Das sind quasi 200 Mark. Das sind 400 Ostmark an Verlusten, die wir dadurch jetzt bekommen. Die Ausbildung endet.
Mein Mündel Ermengard ist nun erwachsen und es ist an der Zeit für sie, meine Obhut zu verlassen. Nun, auf Wiedersehen, mach's gut. Schön, dass du da gewesen bist. Grüß deinen Vater schön. Ne, der schuldet mir noch vom letzten Kniffeln ein bisschen Geld. Können wir die eigentlich auch mal einen Vormund geben langsam? Wir unterrichten einfach selber unser Kind. Die andere Armee hat sich aufgelöst. Scheint, als wenn der Krieg da vorbei gewesen wäre. 22 Monate, 4 Jahre lang müssen wir das einfach belagern. Dann sind wir auch schon durch. Benachbarter Herrscher verlor Krieg. Passt. Aber dann sind wir Herzog. Dann sind wir Herzog der Provence. Das ist quasi... Also Baguette de la Provence ist ja auch sehr lecker. Das heißt, wir sind eigentlich in umgekehrter Weise ein leckerer Herrscher. Ja. Das ergibt Sinn. Meiner Meinung nach. Belagerungswaffen wären jetzt wieder gut gewesen. Und immer ist das gut, was man gerade nicht hat. Das ist wirklich... Das ist... Frech ist das. Ich glaube, das macht das Spiel extra. Wir müssen eigentlich nur diesen Punkt einnehmen. Wobei, wir können über die gewonnenen Schlachten noch ein bisschen was herholen. Ansonsten müssen wir eigentlich nur diesen Punkt einnehmen. Und was mit den Söldnern passiert... Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Ob die Söldner jetzt sterben oder nicht, ist uns ja wohl, glaube ich, vollkommen egal. Oder? Also... Ich bin der leckerste Herrscher. Ja, im Rheinländischen ist lecker schön, ne? Also von dem her. Mafia-Boss doesn't care. Das sind ja eh nur die Handlanger. Es gibt ja die... Wie heißen sie nochmal im Mafia-Sprech? Die Anwärter? Die Laufburschen? Wie werden die denn nochmal genannt? Auf jeden Fall, das sind ja eigentlich die Söldner für uns. Der feindliche Herrscher in einer Armee. Ja, der führt die ja an. Sind ja auch nicht adelig. Ja, genau. Kaum Menschen also. Wirklich. Kanonenfutter. Wer kommt denn jetzt hier schon wieder? Wo kommen die denn her? Bei den Rockern sind Prospects. Dann sagen wir halt unsere Prospekte. Ja? Zugucker, grüß dich. Oh ja, sie heißen die. Er wird ein paar Söldner dazu geholt haben. Ja, 763 Söldner. Der hat sich die geholt, die wir wahrscheinlich nicht geholt haben. Dieser Kampf der Titanen. Komm, wir lassen das mal ein bisschen schneller hier vorangehen. Als gerade stehen wir uns eh nur hier gegenüber. Wir machen jetzt mal kurz keine Prachtreise. Dankeschön. Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann sollten wir... wobei... Die Plänkler kontern halt das schwere Fußvolk. Aber unsere Bogenschützen kontern die Plänkler. Ja, was kontert jetzt wen zuerst, ist die Frage, ne? Was kontert jetzt wen zuerst? Sollen wir es riskieren oder nicht? Was meint ihr? Schaffen wir das oder nicht? Komm, wir machen das einfach mal. Zur Not holen wir uns einfach noch ein paar mehr Söldner. Wir haben so viel Geld, wir holen uns einfach neue Söldner dazu. Ist das laut? Hier, Verteidigungspläne. Ach, wie passend. Oh, hupala! Haben wir aus Versehen eine größere Armee bekommen. Da tut mir aber leid. So, aber jetzt da mit diesem Sieg müssten wir eigentlich gewonnen haben. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ehrlich? Ist das your seriousness?
Diesen Sieg müssen wir eigentlich gewonnen haben. Ich will nur noch einen Punkt hier einnehmen. Dann sind wir eigentlich so gut wie durch. Den hier. 8 Monate dauert das nur. Wenn die uns angreifen, dann, wir haben ja den Tick hier mitgenommen, dann, ist sowieso egal. Tibull, sanfte Grüße zurück. Ich hoffe, dir geht's gut. Hi. So, das sollten wir auch gewinnen. Weil eigentlich mehr negative Faktoren bei ihm auf der Seite sind. Boah, ist das knapp. Boah, ist das knapp. Warte, ich mach mal kurz die Kamera weg. Jetzt haben wir... Oh. Bruder, muss los, ist das knapp. Pause, zu dem jetzigen Zeitpunkt. 65 gegen 64. Um Gottes Willen. Nein! Ich spende die mit Söldnern tot. Am Ende 1 gegen 1. Söldner holen, ja klar. Hä? Ich soll das nächste Kind ausbilden? Mach ich gerne. Mach ich gerne. Ist doch gar kein Problem für mich. Wie lange brauchen die, um das zurückzuerobern? 22 Monate. Wir brauchen 9 Monate. Ihr geht einmal zurück. Ihr holt euch, pumpt euch mal auf. So. Einer unserer Ritter wurde erschlagen in der Schlacht. Das ist natürlich nicht so gut, um es mal salopp zu sagen. Valfredo, herzlich willkommen. Du musst wieder kämpfen. Bist ja auch schon 37, ne? Also langsam muss er auch mal flügge werden. Ich finde das so gut, dass mittlerweile dabei steht, wie viel Geld man dafür bekommen würde, ne? Das ist so was von klasse. Vor allem auch, dass man den Rang daneben sieht. Bürgermeister. Also hier so eine kleine Krone. Hier oben die große Krone. Alles ist super. Vertrag von Söldnern läuft ab. Ist nicht so schlimm. Lass den ruhig ablaufen. Ne? Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja sonst noch nicht der Zeitpunkt, an dem das wirklich aufgegessen sein muss. Ja, damit wir das einmal hier klar und deutlich kommuniziert oder artikuliert haben. Ketzerei! Was haben die denn jetzt gegründet? Walnesischen Glauben. Kärnten. Senor Jalapeno, guten Tag, hallo. Ja, da brauchen wir jetzt nicht mehr. Hier, Forderung erzwingen. Zack. Willkommen, you in the army now. Warum werden hier oben die ganze Zeit links Erfolge angezeigt? Auflösen. Und die nächsten auflösen. Das heißt, wir sind jetzt Herzog Toni Sopranjo. Sopranja. Jawohl. Das ging schnell. Damit ist Genua zu einer absoluten Macht geworden. Oh yeah, baby. Let's do this. Vielleicht sollten wir den aber noch irgendwie mal ersetzen. Also da bin ich ehrlich, ich vertraue dem hier irgendwie nicht so sehr. Mit der Folge braucht man keinen Ironman mehr. Ja, aber die werden trotzdem hier oben die ganze Zeit angezeigt. Die habe ich aber alle schon. Also das ist immer noch dieser... Den hatte ich eine lange Zeit nicht, den Bug. Aber mittlerweile ist er wieder drin, dass man innerhalb des Runs wieder die Erfolge angezeigt bekommt, die man eigentlich schon hat. Ich will eigentlich nicht. Nee. Römer sind moralisch überlegen. Wir nehmen uns das Prestige mit. So. Als nächstes werden wir Papst. Ja. Fast. Jetzt sollten wir auf jeden Fall die Meinung von uns verbessern lassen. So. Gucken wir mal. Wie viel Geld willst du mit 10 ablehnen? Wir verkaufen mal hier ein paar Leute. Zum Beispiel. Für den kriegen wir 30 Lösegeld. Für den kriegen wir gar nichts mehr.
War das nicht immer so bei CK3? Ja, aber das habe ich dann eine Zeit lang wieder nicht mehr gehabt hinterher. Der Hauptmann Filippo, der kann erstmal da bleiben. Eure Töchter Lyktina, diese Lyktina, kann von euch an Vormund zugewiesen werden. Für was bist du denn Ränkespiel? Ich weiß nicht, ob ich die Tochter, bei der ich nicht sicher bin, ob sie meine ist. Ich glaube, auch bei dir gehen wir auf den Verwaltungsschwerpunkt. Alles für die Familie. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob du hinterher denn besser in meinen Rücken reinrammen möchtest. Wir wollen doch nur spielen, ne? Oder? Nun, Vorschlag abschicken. Der Consiglieri braucht jetzt einen würdigen Nachfolger. Da haben wir allerdings keinen. Das heißt, wir werden mal wieder die Herolde losschicken und Ritter einladen. Wir brauchen nämlich neue. Aber das ist auch bei Victoria 3 mittlerweile so, dass man keinen einen mehr für Erfolge benötigt. Ich weiß nicht, wie sie das dann mit in Verbindung mit Mods machen, aber ich persönlich finde es sogar cooler. Das ist aber für mich als Content Creator einfach so, weil Ironman-Runs sind immer mit der Problematik verbunden, wenn der Savegame kaputt geht, dann ist halt der Run kaputt. Deswegen ist es als Content Creator halt sehr cool. Volkolinchen, hallo. Auf euch an geht's gut. Geht's super. Ich hoffe dir auch. Lyktina und Ränkespiel. Passt ja wieder perfekt. Ist so. Aber dieses Mal werden wir uns hier nicht unterkriegen lassen. Apropos nicht unterkriegen lassen. Falls ihr Fans von Strategiespielen seid, dann lasst doch gerne ein Follow hier. Dienstags, donnerstags um 19 Uhr, samstags, sonntags um 9 Uhr sind wir live mit allem aus der Welt der Strategiespiele. Wir haben zwar einen Schwerpunkt auf Paradox mit Crusader Kings, Stellaris und Victoria 3, aber bei uns gibt es auch Anno oder zum Beispiel Age of Wonders 4, Jacket Alliance 3 und Railway Empire 2, nur um ein paar Sachen zu nennen. Wie gesagt, alles zwischen A wie auf Boba Fett wie Zerstörung. Nächste Woche zum Beispiel, wobei vielleicht erstmal mal kurz zu morgen. Morgen gibt es nämlich ab 9 Uhr Fabledom, eine Mischung aus Die Siedler und Anno. Da freue ich mich sehr drauf, denn jeden Sonntag gibt es bei uns den Hashtag Aufbausonntag, bei dem wir uns auch immer sehr viel Zeit für Aufbaustrategiespiele nehmen. Nächste Woche, Dienstag und Donnerstag um 9 Uhr, werden wir Victoria 3, das neue DLC, Voice of the People spielen. Jeweils mit Frankreich, worum sich auch das DLC dreht. Da werden wir dann mit Frankreich loslegen und uns dementsprechend dann eine schöne Storyline anschauen. Sagen wir es mal so. Dienstag, Donnerstag, Victoria 3. Nächste Woche Samstag um 9 Uhr wahrscheinlich Age of Wonders 4. Ich kann es aber noch nicht zu 100% sagen. Und nächste Woche Sonntag Railway Empire 2. Das ist der Plan für die nächste Woche. Den gibt es noch nicht als festen Plan. Den werde ich heute im Laufe des Tages erstellen, dass ihr den morgen dann auch im Stream eingeblendet bekommt. Aber naja, wollte ich nur mal anmerken. Oh yes. LWOTC auch? LWOTC? Long War of the Chosen? Was ist das? Weiß nicht, als Content Creator können die Achievements doch egal sein. Ich sammle gerne Achievements, bin ich ehrlich. Ich sammle gerne Achievements. Und gerade auch in Hearts of Iron, das Spiel, wo es halt nichts außer Krieg gibt, ist es eine ganz coole Zielvorgabe gewesen, wenn man nicht wusste, in welche Richtung man geht. Long War ist eine solide Mod, auf jeden Fall, aber wir haben schon XCOM Run gemacht und ich würde ungern nochmal einen XCOM Run machen. Da hatte ich schon gesagt gehabt, da würden wir demnächst wahrscheinlich mal einen Stream zumindest, keine ganze Session, aber mindestens einen Stream mal im Phoenix Point reinschauen, dem Spiel von den von XCOM-Machern. Das habe ich schon auf YouTube gezeigt gehabt, aber ich würde da gerne auch nochmal im Stream reingucken nach so langer Zeit. So, Alberto Azzo beeinflusst, sehr schön, der sollte uns auch mittlerweile leiden können, das heißt, das ist mir doch erstmal egal. Dann nehmen wir den noch, dann werden wir bei dem einmal das Komplott beenden. Ups, hier hin. So, Komplott aufgeben. Dankeschön. Was haben wir noch? Ritter ist eingetroffen. Dann gehen wir nochmal zu unseren Rittern rüber. Wie teuer ist der? 60 Gold für 15 Stärke. Hat dafür aber sonst auch gute Fähigkeiten. Den rekrutieren wir uns an den Hof. Den zwingen wir dann auch. Der hat schon eine Maske auf. Ach Gott. Miasma Chronicles. Ja, das werden wir uns auch angucken. Also mindestens ein YouTube-Video. Ich weiß nicht, ob wir es uns im Stream anschauen werden. Weil es ist halt eine Story-Rundentaktik. Bei Story-Rundentaktik oder Story-Spielen bin ich immer so ein bisschen... Da gucken wir uns mal in einem Stream das an, aber eine Story durchspielen lasse ich meistens dann bei euch. Gibt es jetzt modbezogene Achievement? Oder es wird angezeigt, und mit Grafikmods kann man auch die normalen Achievement machen.
150 Stunden, das ist viel zu lange. Sonst keine Höflinge, die Single sind. Ich will mir jetzt die Ritter nicht damit reinholen. Das ist schon gamey, wenn wir das jetzt so machen. Das ist schon ein bisschen gamey, wenn wir das so machen. Herr der Ringe Gollum? Nee, das ist ja ein Rollenspiel, oder? Ich weiß nicht, was Gollum ist. Es ist aber, glaube ich, kein Strategiespiel. Deswegen wahrscheinlich eher nicht. Ui, du darfst 3 Kriegsvölker haben. Ist das, weil du ein Herzog bist? Ja. Damit jeder Rang, den ihr nach oben steigt, desto mehr Kriegsvolk können wir haben. Und dann gibt es hinterher noch andere Eigenschaften. Gebäude, Eigenschaften an sich und weiß nicht was alles. Aber ihr könnt euch merken, je höher ihr im Rang kommt, desto mehr Kriegsvolk könnt ihr dabei haben. Den zwingen wir natürlich auch. Graf Henry von Provence. Nico Jesse, hi. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo. Wir schauen noch mal kurz hier rein. Ich hätte gerne, ehrlich gesagt... Jetzt holen wir uns einen Seneschall. Und da haben wir den Zurain, der durchschnittlich dafür geeignet ist. Den nehmen wir, auch wenn der mit 0,5 echt teuer ist. Aber wir haben 12 bekommen. Also jetzt mal ganz ehrlich, das passt schon. Und dann schauen wir noch mal, dass wir den hier Kontrolle steigern lassen. Und zwar in... Wir bleiben erstmal bei der Region hier oben. Ja, sind wir mal ehrlich. Ich wollte mir das Spiel auch holen, aber ich kapiere gar nichts. Das Tutorial ist immer super. Also das Spiel, das Tutorial im Spiel selbst. Man muss ein bisschen Zeit investieren. Ich sage immer gerne, nehmt euch ein Getränk eurer Wahl, einen heißen Tee, Kaffee oder einen Wein oder was auch immer ihr gerne trinkt. Setzt euch da mal so einen Freitagabend hin. Und startet einfach ein Spiel und fangt an, Tooltips zu lesen. Einfach mal hier rumklicken, weil es gibt die Tooltip in Tooltip-Funktion. Ihr guckt euch die Oberfläche an, klickt hier mal rum, guckt euch, ah, Prestige, was ist das? 0,4, ui, da ist aber einiges. Und macht dann einfach irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, das macht intuitiv irgendwie gerade Spaß, mir hier so einen Herrscher anzugucken. Oh, was kann ich denn mit der Frau machen? Ach, guck mal, die kann ich beeinflussen. Drücke ich einfach mal drauf. Was macht das denn hier alles? Einfach mal ein bisschen lesen. Man muss halt bei dem Spiel leider ein bisschen lesen, um sich einzuarbeiten. Aber nach diesem Abend sollte man dann mit einer schönen Lektüre in Form von Crusader Kings 3 ein bisschen im Spiel drin sein. Das gilt übrigens für jedes Paradox-Spiel. Manche Paradox-Spiele muss man dann ein bisschen mehr machen. Also Europa Universalis ist, glaube ich, so das beste Beispiel dafür. Da braucht man mal 3 Abende für. Aber sonst von allen 9 Titeln, Stellaris, Crusader Kings, Victoria 3, Hearts of Iron, da kommt ihr mit einem Abend gut ins Spiel rein, dass ihr schon mal flüssig, zumindest, naja, flüssig, aber dass ihr wenigstens schon mal loslegen könnt. Ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob damals die Herrscher wirklich zwischen den Höflingen aktiv verheiratet haben. Könnte ich mir auch nicht vorstellen. The Forest? Nee. Das ist nichts für mich. Moment, dann kannst du nur 2 Diplomatie. Weiß ich nicht, wir haben den Kanzler noch nicht angeguckt, den Hof wollte ich noch umändern. Der hat sich jetzt nach dem Krieg ein bisschen geändert gehabt. Dein schönes Wappen ist weg. Das müssen wir jetzt gleich ändern. Das müssen wir jetzt gleich ändern. So, gucken wir nochmal kurz. Erstmal gucken wir unseren Hof kurz an. Rat. Ratskanzler. Da müssen wir als erstes mal loslegen. Ein ausgezeichneter Ritter von uns. Wer bist du? Ratskanzler und Ritter. Ja, ich wechsle mal einmal kurz aus. Bam. Dann haben wir hier... Huch. Deine Tochter haben wir doch geheiratet, oder? Ist das nicht so? Das ist tatsächlich noch unser bester Ratsverwalter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ränkespiel. Unser Ratskanzler ist relativ gut da drin. Aber dafür ist der hier nicht so gut in Diplomatie. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass er uns töten würde. Aber wir beeinflussen den jetzt einfach mal, damit er positiv von uns denkt. Und unser Ratsmarschall müsste noch fast der Beste sein. Oh, nee. Graf Henry von Provence ist der Beste tatsächlich. Ist ein mächtiger Herrscher. Kann uns aber überhaupt nicht leiden. Kriegslustig, möchte einen Sitz im Rat, minus 40, kurze Herrschaft, das ändert sich, also kurze Herrschaft ändert sich, Angriffskrieg ändert sich, Kulturakzeptanz kriegen wir auch noch irgendwie hin, möchte einen Sitz im Rat. Wir weisen den mal zu, ja, passt,
Und dann wollen wir den mal beeinflussen, dass der positiv von uns denkt. Dann bringen wir auch die anderen Sachen deutlich schneller voran, zum Beispiel die Kontrolle zu steigern. Eine Aktivität wollen wir jetzt gerade nicht durchführen. 30 Gold. Ach komm, wisst ihr, vielleicht nehmen wir einfach die 30 Gold. Und wir lassen, wobei er hat schlecht über uns geredet, wir lassen ihn einfach weiter im Kerker. Dann rekrutieren wir den hier an unseren Hof. Der ist nämlich auch gut mit seinem Schwerte. Zwingen. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir die für dich einen Nachfolger finden. Da haben wir nämlich Galerius. Den können wir noch mit dazugeben. Bam! Haben wir es doch. Ein Spitzel bei minus 30. Wir haben die ganze Zeit schon negative Spitzel. Also von dem her, das kriegen wir schon hin. Habsburg is my family. A joke to you, for you. Zogen auf die Frage nach heiraten. Ach so, stimmt. Jetzt wollten wir uns nochmal angucken, dass wir das Wappen hier übertragen bekommen. In die Zwischenablage kopieren. Ja, abgeben. Und dann wollen wir das Zeichen der Provence umändern. Und fügen das hier ein. Fertig. Ha! Da ist sie! La Provence Grande. Jawohl. Lass ihn sparen, bis er 100 zusammen hat. Ja klar, auf jeden Fall. Der soll mal ein bisschen was hier abliefern. Ratskanzler vielleicht auf interne Diplomatie stellen, gibt doch Boni auf die Meinung der Vasallen etc. Ja, die meisten werden uns jetzt sowieso erstmal wegen dem Angriffskrieg und wegen der kurzen Herrschaft verurteilen. Die meisten werden uns eh erstmal verurteilen. So, König Louis, Kerzo, warum haben wir den nochmal hier reingepackt? Das ist der... Ach so, das ist der, der hier, der weiß, dass wir den Suffraganbischof ermordet haben. Das heißt, es wäre cool, wenn man noch eine Notiz dazu fügen könnte, warum man den da drauf hat. Den wollen wir noch ermorden. Pseudo, er vergrüßt dich. So, der verbreitet erstmal weiter die positiven Eigenschaften. Gehen wir doch einfach mal mit dir auf Domäneverwaltung. Dann kriegen wir nämlich wieder 12,1. Wir haben die Vorzüge. Verstärkungsrate des Aufgebots gehen wir hier. Wir machen einfach mal Architekt komplett durch bislang. Wie alt sind wir eigentlich? 29. Das sind ja blühende Leben hier. Jetzt will uns noch einer erpressen. Woher weiß der denn auch? Hat einer geredet? Woher weiß der denn auch von dem Mord? Was ist denn das schon wieder? What the hell? Nils, hallo. Grüß dich. Ey. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Hm. Pass mal auf, den packen wir auch da dran. Wo bist du denn? Ach, der ist auch da oben. Alle, die da oben sind, wissen an... Warte, der hat das hundertprozentig ausgeplappert. Der hat das hundertprozentig ausgeplappert. Pass mal auf. Wir nehmen das an... Und du hier, du wirst als erstes ermordet werden. Du bekommst als erstes einen Reitunfall mit 10%. Der ist ein flüchtiger Schatten. Kriegen wir nicht raus. Krivol, dankeschön für deinen Sub im dritten Monat. Vielen lieben Dank. Sehr lieb von dir. Danke. Vielmals. Welcher kleine Vogel hat da getwittert? Spitzel überall. Man darf hier niemandem vertrauen. Mit dem Tours and Tournaments DLC wird das Spiel deutlich kleinteiliger, finde ich. Ja, aber im positiven Sinne deutlich kleinteiliger. Meiner Meinung nach. Deutlich positiver, um ehrlich zu sein. So. Ah, warte mal, die Pause ist noch drin. Euer Ritter Martino ist anfällig für ein Druckmittel, das bald ausläuft. Was können wir denn bei dir noch... ...um ein Druckmittel zu erhalten? Pass auf, ich will auf jeden Fall ein Druckmittel von dir. Du hast jemanden ermordet. Wen hast du denn ermordet gehabt? Moment, wen hast du denn ermordet? Ich freundete mich mit... Warum steht denn der Mord von ihm nicht mit dabei? Wir erpressen den erstmal. Wen hast du ermordet?
Warte mal, Tötung anzeigen. Starb unter mysteriösen Umständen bei der Jagd. Clementina. Ach, das ist hier, das ist die, die wir versteckt haben. Das ist die, die aus Versehen getötet wurde bei dem Reit, bei der Jagd. Und die wir mit versteckt haben. Die war das. Auf den Toten steht da drüber. Ja, ich weiß, ich war nur gerade verwirrt. Dann war es doch ein Unfall. Ja, ja, klar. Klar. Was kannst du denn gut? Du bist auch gut, was kriegerische Sachen angeht. Ich würde gerne mit allen etwas besser klarkommen. Vielleicht sollten wir dann doch nochmal ein Festmahl machen. Ein großes Bankett veranstalten, um eure Beziehungen zu stärken. Und ich hoffe, dass wir einfach nicht sterben werden dabei. Ist das ein guter Weg? Wisst ihr was? Bevor wir das machen, lassen wir erstmal die Kultur hier durchlaufen. Dann lassen wir erstmal die Kultur hier durchlaufen. Und ich gucke mir nochmal ganz kurz an, welche Vasallen wir hier gerade haben. Das ist auf jeden Fall bei der römischen Kultur gleich nochmal höher gehen. Und wir gehen auf den hier. Nee, egal. Egal. So, eine Lektion in Sachen Geldgier. Gerecht würde er bekommen. Gerecht, gerecht, gerecht. Ein Verwaltung. Gierig könnten wir auch als Eigenschaft machen. Oder gefühllos. Also gierig würde ja eigentlich schon zur Familie passen, ne? Trisar, moin. Killed by friendly fire. Mein Sohn Antonio hat gerade eine von Eriprando unterrichtete Lektion beendet. Zur Verwaltung der Schatzkammer und des Goldes darin. Antonio scheint sich die Lektion zu Herzen genommen zu haben, durch einen gestärkten Sinn für Gerechtigkeit. Er spricht ständig davon, jede seiner Aufgaben in der Wirtschaft des Reichs hat, der höchste Herzog genauso wie der gierigste Stallbursche. Gerecht ist doch für den Don auch gut. Ja, aber die haben halt ihre eigene Art von Gerechtigkeit, ne? Gerecht bei der Mafia ist jetzt nicht unbedingt das Gerecht, was wir sehen. Also zumindest, was ich sehe. Aber, ne, Marlon Brando als Don dachte auch grundsätzlich, er wäre gerecht. Ach komm, nehmen wir das. Andere würde auch Anspannung verursachen. Verwaltung, Ränkespiel würde halt drunter leiden. Bildung würde sich erhöhen, Diplomatie pro Hochstufe ist höher. Monatliche Prestige plus 5%. Aber die Vasallen mögen einen mehr. Spitzel eliminieren ist sehr gerecht, finde ich. Nein, Junge, man muss sich richtig... Ein stark ausgeprägtes Volk beliebt machen? Muhaha, nein, Junge, man muss sich richtig ausbluten. Man muss sie richtig ausbluten lassen. Das passt auch nicht so ganz. Ja, wir nehmen gerecht. Wir nehmen gerecht in dem Fall. Wir nehmen gerecht in dem Fall. Finde den DLC auch klasse, aber ich habe sofort eine plus 13 Waffe bei der ersten Jagd bekommen. Mittlerweile auf plus 16 verbessert. Am Balancing Harper ist immer noch ziemlich meiner Meinung nach. Das ist eine Diskussion, die häufig schon im Paradox-Bereich aufgemacht wurde, bei der ich auch eine eigene Position vertrete. Muss man ein Spiel wie Crusader Kings 3 auf den Millimeter genau balancen? Und da bin ich der Meinung, nein. Wenn wir jetzt hier nicht davon sprechen, dass jetzt eine Armee von, weiß ich nicht, eine Armee mit 10 Soldaten kann eine Armee mit 10.000 Soldaten besiegen, was ja irgendwie gehen soll. Das vielleicht ja, weil das nicht mehr realistisch ist. Aber so dieser kleine Bereich, gerade was Balancing angeht, da bin ich relativ offen bei Paradox-Spielen, weil hier halt der Roleplay-Faktor im Fokus steht und weniger das Kompetitive, ich gewinne mich hier durch die ganze Region durch. Das ist so meine Ansicht davon. Auge um Auge und Zahn um Kopf ist es bei der Mafia. Zahn um Kopf? Das schwarze Schaf der Familie. Wikinger sind aber auch krass. Meine Tochter, ist die jetzt wirklich von mir oder soll ich sie Lygiana nennen? Ich vertraue meiner Frau nicht mehr. Das hier ist deswegen Lygiana.
vertraue ihr nicht mehr, meiner Frau. Wobei, die ist von uns. Die hat die schmalen Augen. Trotzdem. Unsere Frau hat sich verspielt. Neben unseren Sohn Antonio Supranger gibt es jetzt Lyktina Supranger und Lygiana Supranger. Weil wir können nicht der Vater sein. Wir können nicht der Vater sein. In vielen Sinn. Vielen Bereichen. Naja. Die Söldnerverträge laufen endlich ab. Das ist gut, weil wir haben sowieso kaum noch Geld. Wir haben nur noch 12,2, die wir pro Monat bekommen. Das ist ein deutliches Vertrauensproblem. Die Leute hier oben plappern anscheinend, dass wir jemanden ermordet haben. Um uns herum werden Leute ermordet. Einer hat versucht, einen Pfeil auf uns zu schießen und unsere Frau wurde schwanger, als wir auf der Reise waren. Natürlich habe ich ein Vertrauensproblem. Natürlich habe ich ein Vertrauensproblem. Wäre es da nicht Zeit für einen kleinen Unfall? Ja, aber ich meine auch... Tony Soprano hat seine Frau ja auch nicht auf dem Gewissen. Wie in der historischen Dokumentation über die Soprano-Familie. Die jeder eigentlich kennen sollte von euch. Das ist wirklich... das ist Kulturgut, sagt man dazu. Kulturgut. Also jetzt mal in den Chat reingefragt. Mal eine 1 in den Chat, wenn ihr die Sopranos geguckt habt. Mal eine 2 in den Chat, wenn ihr die Sopranos nicht geguckt habt. Das ist jetzt eine wichtige Frage, die wir einmal klären müssen. Kann man herausfinden, wer der Vater ist? Ja, über bestimmte Events geht das. So viele haben die Sopranos nicht geguckt? So viele? Ich muss den Stream ausmachen, das geht doch nicht. Das ist nicht meine Community. Wo bin ich gelandet? Bin ich in einem fremden... Bin ich bei jemand anderem auf dem Kanal online gegangen? Hallo? Hallo, ist es so leer hier drin? Ich habe nicht mal einen Fernseher. Die kannst du im Internet gucken. Bei Amazon oder so. Oder bei, wie heißt es nochmal? Wow. Wenn ihr eine gute Serie sehen wollt... Eine gute Serie, die sich komplett um das Thema Mafia dreht. In der Moderne. Das ist Anfang 2000 spielt das Ganze. Dann guckt euch die Sopranos an. Das ist eine richtig gute Serie über die moderne amerikanische Mafia. Also auch eine Serie, keine Dokumentation, sondern eine Serie. Unterhaltsam, Drama pur, toll geschrieben, super. Einfach super. Von der ersten bis zur letzten Folge super Ding. Und das Intro, allein das Intro ist so legendär, das werde ich niemals vergessen. Das Intro wurde sogar vor ein paar Jahren für einen Super Bowl extra nochmal für eine Werbung nachgedreht oder nachempfunden. Leider wird es dazu nichts Neues mehr geben zu den Sopranos, zumindest nicht in dem, wie man das früher gesehen hat, weil mittlerweile ist der Schauspieler von Tony Soprano, der ist gestorben. Also in Realität ist der tot. Deswegen, ja. Der hat, glaube ich, im Rom-Urlaub hat er ein Herzversagen gehabt. Und hat seine Familie ihn tot im Hotelzimmer gefunden. Das ist auch so ein Abgang, der eigentlich dann perfekt zu so einem Mafia-Boss passt, ne? Also um Gottes Willen, aber das ist halt wirklich, als wenn es zum Skript gehören würde mit dabei. Aber leider von uns gegangen, deswegen gibt es da nichts Neues mehr zu. Genau, die Sopranos ist eine Doku über die drei Tenöre. Ja. Aber Paramount Plus habe ich nicht, weil wenn ich mir noch einen Streamingdienst dazu hole, dann gehe ich bald nur noch arbeiten, um Streamingdienste zu finanzieren. Wo kann man die denn streamen? Ich glaube, also die kriegt man entweder bei Wow, also diesen Streamingdienst von Sky. Da ist die Kost, also... Sobald ihr dieses Wow-Ding abonniert habt, ist die kostenlos mit dabei. Ich weiß aber nicht, wie teuer Wow im Moment ist im Monat. Oder ihr kauft ihr euch bei Amazon Prime. Ich habe mir die bei Amazon Prime gekauft gehabt, weil ich die Serie so klasse fand, dass ich mir alle Staffeln davon geholt habe. Klar, wieso gehst du sonst arbeiten? Naja, auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Warum? Oder eine gute Empfehlung an Serie, wenn ihr nicht wisst, was ihr im Moment gucken wollt, damit macht ihr definitiv nichts falsch. Also das ist wirklich eine Hammer-Serie gewesen.
So, und an denen ist übrigens, das vielleicht nochmal so als Zirkelschluss, an denen ist auch der Name von unserem Herrscher angelehnt. Tony Sopranger. An Tony Soprano. Deswegen heißen wir Tony Sopranger. Es gibt übrigens eine gefährliche Fraktion bei uns gerade im Staat Dänemark. Aha. Und dabei ist er doch unser Ratsmarschall. Warum bist du denn jetzt so gegen uns? Warum bist du so gegen uns, Brudi? Man kann auch Streaming-Dienste abmelden. Ich weiß, manchmal denkt man, jetzt hat man so einen richtig guten Satz rausgehauen, aber das weiß ich tatsächlich und ich melde ihn nicht ab, weil ich wahrscheinlich dort dann Sachen gucke. Ey, ich will euch nicht schockieren, aber kann tatsächlich sein. Crunchyroll lese ich jetzt gerade schon wieder im Chat. Ich hab das letztens erst gelesen. Ich bin die ganze Zeit bei irgendeinem japanischen Essen. Was ist denn Crunchyroll? Ist das... Ach, das ist bestimmt zum Animes schauen, oder? Eine Anime-Stream-Seite. Deswegen kenne ich die nicht, okay. Weil ich bin tatsächlich kein Anime-Fan. Also es nimmt mich nicht mit. Ich habe viele im Freundeskreis, die mögen... Total, und ich verstehe das auch. Aber mich haben die irgendwie nie so... Ich bin aber auch kein JRPG-Fan. Raubvogelverkäufer. Mein Ritter Galerius. Ein eifriger Jäger, der mir einen Mann gebracht. Hat mir einen Mann gebracht. Der behauptet, gute Jagdvögel zu verkaufen. Dies sind die besten Jagdvögel. Ich habe sie selbst als Nestlinge herangezogen. Sie werden euch nicht im Stich lassen, Herzog. Eine Auswahl von Habichten und Falken in verschiedenen Größen sitzt ruhig auf einem Holzgestell vor mir. Okay, dann wollen wir uns mal anschauen, was wir jetzt hier genau gerade mit dabei haben. Das hier ist ein feines Exemplar. 45 für 7 Jahre lang Jagdgreifvogel, da kriegen wir doch Prestige. 7 Jahre lang plus ein Prestige pro Monat. Prestige kriegen wir wirklich sehr wenig. Und die Meinung der Vasallen steigert sich um 5. Crunchyroll ist der Anime-Sender überhaupt. Kostet aber. Was habe ich denn damals geguckt? Ich habe so wenig davon geschaut. Es gibt für mich keine also... Ich weiß nicht. Gibt es eine Serie, mit der ihr jemanden überzeugen würdet, der kein Anime-Fan ist? Wo ihr sagen würdet, wenn du das schaust, dann wirst du Anime-Fan? Cowboy Bebop? Na endlich, Vincenzo. Jemand, der meine Falkerei ordentlich liken kann. Saber Rider, Cowboy Bebop. AOT? Stili, mach's gut. Ciao. Sailor. Also, das gab's damals schon. Devilman Crybaby. Schau One Punch Man. Attack on Titan. Galaxy Rangers. Das hört sich doch noch was für mich an. Ja? One Piece. One Piece habe ich damals, glaube ich, sogar geguckt. Ich glaube, ich habe sogar das One Piece Trading Card Game gehabt. Das habe ich sogar gern gespielt. Besonders Death Note würde ich empfehlen. Das ist ein Panzer. Interessant. Findest du Arcane? Was?
als also Anime? Da weiß ich nicht. Ich krieg gerade Tipps, was man dann gucken könnte. Welches du gern magst. Ich habe keine Ahnung, was ich dabei gerne mag. Also ansonsten, bei normalen Serien mag ich so richtig schöne, komplexe Plots auch. Sachen, die so ein bisschen auch Wendungen dabei haben. Wo man nicht am Anfang in der ersten Folge sehen kann, was in der fünften Staffel im Finale passiert. Solche Sachen mag ich halt gerne. Wenn es im Mittelalter... Wenn es mit etwas Mittelalter sein darf und große Kampfmechs. Mittelalter und Kampfmech? Das ist auch manchmal abgedreht, ne? Evangelion. Evangelion wird jetzt mehrfach gesagt. Death Note wird auch häufig gesagt. Habe ich auch viel drüber gehört gehabt. Ich schau mal. Vielleicht gucke ich mir mal so ein, zwei Folgen von irgendwas an. Wir müssen nie erraten, was am Ende passiert. Das ist für mich wichtig. Ich will auch nicht am Anfang schon wissen, was am Ende passiert. Okay, dann gucke ich mir das vielleicht mal einfach an. Na gut, schauen wir mal. Rayman, grüß dich. Hallo. Hi. Hallöchen. So, sehr gut, aber ich habe kein Interesse. Wodurch er den Hof verlässt. Wir schauen und wir holen uns das hier mal. Ja, da haben wir auf dem Discord drüber gesprochen, Tyrael. Ich hoffe... Ach so, stimmt. Sollen wir da mal kurz drüber sprechen? Sollen wir das mal kurz mit reinnehmen? Total War? Habt ihr die neueste Ankündigung von Total War mitbekommen? Beziehungsweise den neuesten Leak? Keine Ankündigung. Ein Leak. Also, wir wissen nicht mal ansatzweise, wie wahr oder richtig das ist. Da haben wir kurz auf dem Discord drüber gesprochen, während ich das hier mal mache. Und zwar gibt es einen Leak. Ich mache mal kurz Pause. Das gucken wir uns eben an. Ich gehe mal auf Ausrufezeichen Discord, dann könnt ihr ebenfalls mit da drauf kommen. Dann seht ihr auch dort die Sachen, worüber wir gesprochen hatten. Und zwar gibt es diesen Leak hier. Total War, die Total War-Seite. Und dort unter Kategorien wird Total War Pharao angezeigt. Als ein Titel, den halt keiner was sagt. Sonst sind alle Spiele davon bekannt. Außer Total War Pharao. So. Und... Hier ist übrigens das im Discord im Gaming News Channel. Also gerne mal drauf vorbeischauen. Und Illusion? Illusion ist der Trading Card Ableger gewesen. Das war ein ganz großer Flop. Das gab's schon. Total War Pharao? Jetzt wird darüber geredet, was quasi die Phase dabei sein wird. Oder wo wir uns dabei befinden. Es wurde darüber spekuliert, ist es ein Total War Saga Ableger? Das kann nicht sein, weil Total War Saga nicht mehr existiert. Total War Saga wurde komplett eingestellt. Weil Total War Saga nicht den... Das war ja ein Experimentierbaukasten, aber es hat auch nicht die Kosten gedeckt, um es mal ganz grob zu überdecken. Deswegen gibt es Total War Saga an sich nicht mehr in Zukunft. Aber Total War Pharao lässt natürlich auf den ägyptischen Raum schließen. Das heißt, jetzt bestehen die Annahmen, was soll es denn werden? Wird es dann etwas werden wie der Spin-Off, zum Beispiel Total War Napoleon, dass wir uns in einer bestimmten Zeitepoche befinden, die es vielleicht schon im Total War-Universum gab? Antike und dann nur in dem Bereich rund um Ägypten sind, durch weiß ich nicht was alles, also zum Beispiel durch Römer, die vielleicht noch dort sind, wobei Pharao ist noch vor den Römern, dass wir dort in rein ägyptischen alten Geschichten, Klassiken rumhantieren werden oder ähnliches. Ich persönlich kann dazu noch überhaupt nichts sagen, ich habe auch noch nichts von Creative Assembly oder ähnliches gehört. Ich habe auch, ehrlich gesagt, bevor ich das jetzt hier anspreche, gar nicht nachgeschaut gehabt im Discord. Das heißt, ich habe keine perfekte Ahnung dazu und einfach nur meine Meinung dann dazu. Chris, vielen lieben Dank für deinen Sub, für deinen Raid. Vielen lieben Dank für deinen Raid mit 102 Zuschauern. Hallo, ich hoffe, euch allen geht's gut. Und ihr habt einen schönen Stream gehabt. Hi, ihr Lieben. Vielen lieben Dank. Was gab's heute bei euch? Bestimmt Transport Fever 2, oder? Wir reden gerade über den neuen Leak, den es zu Total War geben soll, angeblich. Ist nicht zu 100% verifiziert, aber wollten wir einmal kurz sprechen. Ansonsten machen wir gerade einen Mafia-Run in Crusader Kings 3. So, Total War Pharao heißt der neue Titel.
Ich persönlich würde es absolut schade finden, wenn ein Haupttitel rauskommt, der in der Antike spielt. Ich hätte da echt keinen Bock drauf. Deswegen hoffe ich, dass das ein Handy-Ableger ist. Ja, ich hoffe es in dem Fall wirklich, dass das ein Handy-Ableger ist. Irgendein Titel, der zwischendrin mal entwickelt wird, der dann auf den Mobile-Markt kommen soll und dort dann Leute noch abgreifen soll. Und der Haupttitel weiterhin Medieval 3 oder Empire 2 ist. Weil wenn jetzt Total War Pharao als ein Haupttitel rauskommt, dann werden sich die nächsten Total Wars weiterhin um Jahre nach hinten schieben. Sagen wir mal, Total War Pharao wird dann 2024 rauskommen. Dann wird 2025 oder 2026, wenn überhaupt, erst ein Medieval 3 rauskommen. Ich weiß nicht. Also Total War Pharao reizt mich überhaupt nicht. Wir können es ja mal kurz so machen. Mal eine Eins in den Chat, wer von euch durch Total War Pharao, ja, so ein bisschen gehypt ist oder sich darauf freut. Mal eine Zwei in den Chat, wer sagt, Total War Pharao muss jetzt echt nicht sein. Dann haben wir da vielleicht so ein kleines Meinungsbild. Total War Pharao, 1, wer sagt, yo, hätte ich Bock drauf. 2, wer sagt, ne, muss jetzt nicht sein. Ah, der Großteil tatsächlich, ne? Ich bin bei euch. Ich bin komplett bei euch. Also ich will Medieval 3 oder Empire 2. Du kennst Total War nicht. Was? Da ist ja eine grandiose Strategiespielreihe entgangen. Solltest du nachholen, macht wirklich sehr viel Spaß. Ist eine Mischung aus Rundentaktik und Echtzeitstrategie. Jetzt wird die Troja. Weiß ich nicht. Weil ein Total War World War One gibt, weil das Spielprinzip nicht gut umsetzbar ist im Ersten Weltkrieg. Ja, also wirklich. Das ist... Bin ich bei euch, wie gesagt. Bin ich bei euch. Three Kingdoms ist eigentlich wirklich gut, aber das Setting war es halt. Ne? Ich mag Warhammer nicht. Aber das hat ja... Das ist ja Pharao. Und es gibt viele andere Total Wars, die nichts mit Warhammer zu tun haben. Mit etwas Glück könnte es ein Standalone-Addon zu Rome 2 werden. Aber braucht Rome 2 jetzt noch ein Standalone-Addon? Braucht das Rome 2 jetzt noch? Nee. Also das glaube ich nicht, dass es das wird. Weil wer würde sich denn... Wenn jetzt jemand sagen würde, ja, wir haben hier ein Standalone-Addon für Rome 2 nochmal gemacht, das hauen wir jetzt raus. Ich glaube, da wird keiner sagen, geil, hole ich mir jetzt, sondern die würden dann eher die meisten Leute sagen, wo Medieval 3? Wo Empire 2? Warum nicht? Gib her, ich will haben. Eine Fortsetzung zu Three Kingdoms wäre super. Deswegen wird auch daran gearbeitet. An Three Kingdoms 2. Deswegen wurde Three Kingdoms... Naja, ob es deswegen eingestellt wurde, weiß man nicht. Naja. Nach einem Game, was Mount & Blade und Total War verbindet, das wäre so Hammer. Rangers Pumpe geht. Ja, ist doch so, ganz ehrlich. Okay, das war nur einmal kurz ein kleiner Exkurs zum Leak über Total War, das es gegeben hat, oder den es gegeben hat. Interessant anzumerken an der Stelle. Aber es muss nicht sein. Es muss nicht sein. Ich bin gespannt, wie es da weitergehen wird. Wo es auf jeden Fall weitergeht, ist jetzt hier in dem Fall mit unserem Mafia-Durchgang, mit unserem Mafia-Run. The Mafia-Run. Mafia-Run! Und wir machen mal hier weiter. Der einzige Total War-Teil, den ich besitze, Napoleon. Damit hast du auch einen sehr guten Titel erreicht. Sehr guten Titel. Empire ist meiner Meinung nach, Empire spiele ich am liebsten, Total War Empire, beziehungsweise ich spiele Total War Napoleon am liebsten, aber ich fasse die beiden mal zusammen, weil Napoleon ein Spin-off von Empire war, wenn man so möchte. Danach kommt Rome 2 bei mir, weil ich fand, dass dort die Antike relativ gut umgesetzt wurde, und dann kommt hinterher irgendwann
so die älteren Titel mal. Die älteren Titel kann man aber mittlerweile echt schlecht spielen, vor allem wenn man die neueren Titel mal gespielt hat mit ihren neuen Quality of Life Features. Das finde ich ein bisschen schade, die sind halt schwierig zu spielen. Nicht aufgrund dessen, weil sie so schäbig aussehen, sondern aufgrund dessen, wie sie sich halt auch steuern. Die Steuerung ist wirklich, gerade Medieval 2 ist die Steuerung echt, boah, modern nicht mehr. Shogun 2 war auch noch ganz nett, aber ich bin kein Fan von, da kommen wir glaube ich zu den Animes, keinen asiatischen Settings, da bin ich nicht so, kann ich mich nicht so mit identifizieren. So, gefährliche Fraktion ist hier. Immerhin haben wir bald unseren Marschall auf unsere Seite bekommen. Das ist ja auch was. Was wir jetzt ebenfalls noch weitermachen können, ist, wir können weiterhin die Kultur fördern. Wir haben hier zum Beispiel schon Römisch mit reinbekommen. Und jetzt ist die Frage, wo wir es als nächstes machen. Ich würde sagen, bei den Kräutern der Provence. Und jetzt haben wir den Verdacht von Zauberei. Blutverschmierte Gewänder, Rabenfedern, seltsam riechendes Gebräu. Dies wird mir von einer Gruppe Dorfbewohner aus Zuneo vorgelegt als Beweis, dass Marcian in seiner Hütte am Rande des Dorfes Zauberei praktiziert. Laut den Dorfbewohnern sind seine finsteren Praktiken schuld an bösen Ereignissen im Dorf. Und sie fordern, dass er hingerichtet wird. Wer ist denn das hier überhaupt? Wanderer. I'm the Wanderer. Dies sind reine Indizienbeweise, lasst ihn frei. Dadurch bekommen wir 300 Verwaltungen. Aber aufgebrachte Bauern auch. Die Volksmeinung verschlechtert sich noch weiter. Moldebor, danke schön für deinen Raid. Hallo, grüß dich. Hi, grüßt euch, hallo. Was gab's Schönes bei euch? Er muss brennen für seine Verbrechen gegen Gott. Frömmigkeit, wir töten ihn und die Bürger sind zufrieden. Zauberer, ja? Ich könnte einen neuen Berater gut gebrauchen. Ich will keinen Zauberer als Berater. Also ganz ehrlich, dadurch, dass das hier einfach so ein unwichtiger Charakter ist, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Sagen wir einfach mal, wir stellen uns einfach mal auf die Seite der Bauern. Wir stellen uns ganz einfach auf die Seite der Bauern. Die sollen zufrieden sein. Alle sind glücklich. Wir verbrennen ihn. Huch, hoppala. Entschuldigung, aus Versehen mit Feuer gespielt. Hoppala. Florian, moin. Versuch, das Römische Reich zu erobern. Na, da hast du aber einen sehr ähnlichen Spielgang zu uns. Naja, was heißt ähnlichen Spielgang zu uns? Wir sind ein Mafia-Clan oder eine Mafia-Familie in Genua, die aber die römische Kultur hat. Ich hoffe, bei euch ist der Run gut gegangen. Die wollen jetzt wirklich sich separieren von uns. Ich lasse mir nicht trauen. Du Halunke, gib gleich auf El Fresco, das sage ich dir. Schlag die Trommeln, blas das Horn, das Schwein ist im Anmarsch, direkt von vorn. So, dann holen wir uns noch mal wieder ein paar Söldner dazu, oder? Söldner, Söldner, Söldner! Zum Beispiel sardinischer Trupp Bastia. Das ist, glaube ich, hier, oder? Kompanie des Hutes. Die Kompanie des Hutes. Ist das hier die Kompanie von Merp? Kann das sein? Wir werben die mal an. Die Kompanie des Hutes mit den schönsten Grüßen an Merp. So, und dann gehen wir jetzt mit den versammelten Truppen direkt nach vorne und hauen den mal auf die Rübe. Moment. Da kommen ja noch mehr Truppen. Die haben noch mehr Söldner angeheuert. Pass mal auf. Da machen wir jetzt extra Minus, weil wir haben so viel Gold. Sechser Kampfwerk, großartige Wahl. Oh Gott. Nein. Hoffentlich schafft unser anderer Befehlshaber das einigermaßen. Nicht, dass wir hinterher untergehen bei Massen, die gegen Massen knallen. Die Geheimnisse der Heiligen Schrift. Ach, Gottes Willen, jetzt kriegt er noch... Aber er wird demütig, wie sein Vater. Fromm soll er werden. Zynisch oder zufrieden gibt's noch. Nein, du wirst demütig. Salt die Hühner, es geht in den Krieg. Jetzt ist unser Ratsmarschall weg. Ach, Menno. So, jetzt gehen wir rüber.
Wir haben schweres Fußvolk dabei und leichte Reiterei mit dabei. Wir kämpfen hier hinterher auf einer Ebene. Auf dieser Ebene sind ganz viele Plänkler mit dabei. Die Plänkler werden gekontert durch unsere Bogenschützen. Das heißt, wir sind die überlegene Fraktion. Der will sich in die Berge zurückziehen. Ja, dann zieh dich in die Berge zurück. Ich werde jetzt nicht in den Bergen kämpfen. Schweres Füßevolk. Wir gehen mal da rein. Wir hauen dir mal einen auf die Mütze. ...18 Monate dauert das dann. Naja, mal gucken. Wir nehmen uns mal kurz hier einen neuen Ratsmarschall mit rein. Unseren Seneschall. Den packen wir hier hin. Ratsverwalter sind wir wieder geworden. Und wir haben wenige Ritter gerade. Ja, uns fehlt ein bisschen Gold dafür. Viel Spaß im Lurk. Beliebte Galionsfigur mit plus 50 Volksmeinung lebt sich das natürlich nochmal alles deutlich einfacher. Jetzt machen wir etwas, das wir in dem Fall recht relativ gut machen können. Wir gucken nochmal kurz, wo sind denn die Herrscher? Der führt die Armee an, alles klar. Er ist auch bei der Armee mit dabei. Okay, sind beide bei der Armee mit dabei. Wir gucken mal, was die jetzt machen werden. Ob die jetzt zu uns kommen oder nicht. Die wollen tatsächlich zu uns kommen. Jetzt kämpfen die auf der Ebene. Die haben ein paar Ritter, Reiter dazu. Oh, wie viele Reiter haben die denn? 100. Und 100. Nun, ich mach mal kurz die Kamera weg. Ja. Nee, ist knapp. Ja, aber gleich habt ihr eure Unabhängigkeit. Nur noch ein bisschen weiter und ihr seid unabhängig. Ja, genau. Hey. Ja, naja. Fast. Fast. Also ich habe euch wirklich die Daumen gedrückt. Ich habe gehofft, dass ihr nicht untergehen werdet. Ich habe es gehofft, aber... Mal ist es so, mal ist es so. Was will man machen? Unabhängig vom Leben. Ja, reicht doch. Währenddessen führt noch unser Lehnsherrkrieg gegen irgendjemanden, der uns überhaupt nicht interessiert. Weil die haben noch mehr Söldner geholt. Einige von denen haben jetzt ihre Unabhängigkeit, unabhängig vom Leben. Das ist halt das Problem, wenn du Krieg führst hier unten in diesen Handels, in diesen Hafenstädten. Die haben halt alle so viel Geld, die stört überhaupt nicht. So. Im Monak. Nein! Boah. Wie lange braucht ihr, um da hinzukommen? 3 Monate. Das geht genau auf. Um Gottes Willen! Der hat unseren Erben als Geisel genommen. Was ist das denn für eine Frechheit? Die Karpfen! Nee, ich will gerade keinen Karpfenteich haben. Wir lassen das mit den... Ach komm, wir machen das doch. Wir holen uns einen prachtvollen Fischteich. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Mach nochmal kurz die Kamera weg. Wie häufig soll ich euch denn noch euer Fressbrett polieren? Aber der hat durch reine Beobachtung die vulgär-italienische Sprache gelernt.
Das ist doch mal ein Ansatz. Der Nächste, der die Wahrheit über den Mord weiß. Gleich wissen das schon alle. Da müssen wir uns auch keine Gedanken mehr darum machen, ob das öffentlich gemacht wird oder nicht. Ach, das ist hier schon wieder so eine nervige Rebellion, die hier durchführen. Uiuiui, das wird knapp. Das wird knapp. Aber Killerhai. Toni der Zweite. Wie viele Söldner die einfach rekrutiert haben, ne? Der nicht. Der hier. Das schreit doch danach, dass wir noch mehr Söldner rekrutieren. Oh, unser Ratskanzler wurde dabei erschlagen. Nun denn! So sei es. Lieber ihr als ich. Der Reservesohn. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Wohin fahren die denn? Wohin flieht ihr denn? Seid ihr denn bescheuert oder was? Was tut ihr denn da? Trinkt ihr heimlich Schnaps? Ey, manchmal ist die KI aber auch wirklich bräsig, ne? Lasst uns ausweichen in die Hauptstadt des Feindes. Wollt ihr einen weißen Frieden? What the fuck? Wir weichen aus in die Stadt des Feindes. Da wird's, glaube ich, alles gut werden für uns. Das Nachbarland war zu weit weg. Es, was ist das denn jetzt gewesen? Phänomenenschwelle plus 2 brauchen wir gar nicht so unbedingt, aber naja. Naja. Was soll's? Ist das doof? Ist das... Das ist wirklich doof. Das ist mal KI at its doofest Moment. Heidewitzka, Herr Kapitän. Da fliegen aber die Schwalben tief. Nun. Sultane, moin moin, hi. Grüß dich. Die KI macht nun mal KI-Dinge. Hier, weißer Frieden, vielleicht nehmen die das ja an. Schade. Da stand KI wohl eher für keine Intelligenz. Aber auch in die Hauptstadt von denen, ne? In die Hauptstadt! Und natürlich wusste die KI, dass sie Richtung Hauptstadt gehen muss. Die KI die cheatet uns aus. Kein Interesse. Ja, oder sowas. Sollte Überraschungsangriff werden. Nun, hat geklappt. Alle waren überrascht. Ist wohl wahr. Ist wohl wirklich wahr. Ich glaube, damit kriegen wir die am. Damit kriegen wir es nicht. Künstlicher Irrsinn. Künstlerischer Irrsinn vor allem. Das dauert zu lange. Wir lassen mal durchlaufen. Wir sind bei minus 100 Deck. Verflucht seist du, Provence! Der hat unser Wappen. Wir erklären ihn einfach im nächsten Atemzug wieder den Krieg, weil wir nämlich mehr Truppen haben als der. Haha! Nur der Vasall hat mehr Truppen. Der hat das Wappen geklaut. Der hat das Wappen geklaut. Das ist eine Frechheit. Ich weine innerlich.
Man muss aber in Crusader Kings auch einfach mit, mit Rückschlägen klarkommen. Mit Rückschlägen klarkommen und damit einhergehend auch sich die Hand geben und freuen darüber, dass es so gut geklappt hat. Tochter freigelassen. Toll. Aufgabe gebrochen. Söldnertrupp entlassen. Das ist alles, das soll jetzt eine Farce ist das. Hier, den kriegst du für 25 Gold wieder. Und den hier für 10 Gold. Während ich mit Engelberger im Städtchen war, fiel hier ein Verbrecher auf, der an den Pranger gekettet war. Das ist die von unserem Lehnsherrn, unser Mündel. Engelberger hob den Kopf und machte allen deutlich, dass sie das Flehen des Verbrechers um Wasser nicht scherte. Hör auf, mit mir zu sprechen, verdurstender Verbrecher. Gut, weist ihn in seine Schranken. Und dadurch wird sie arrogant. Perfekt für eine Königstochter. Oder mitfühlend und gefühllos. Aber dadurch bekommen wir Anspannung. Ist mir doch egal. Wow. Vom Knecht zum Knechter. Wow, ich nehme gleich auf El Fresco. Das ist wirklich unfassbar. Ich freue mich schon, wenn der Krieg erklärt werden kann. Und ich meine Ansprüche durchsetzen kann. Boah, wird das einen Krieg geben, Leute. Boah, wird das einen Krieg geben. Bin wild, bin ich. Bin richtig wild. Bin quasi ein Hase. Er kann ja rein theoretisch nicht den hier dazu holen, weil die haben kein Bündnis. Der ist nur ein Vasall von ihm. Das heißt, die Truppen werden nur prozentual abgegeben. Oder? Er kann in der Theorie... Kämpfen wir nur gegen die. Ich bin jetzt ein Vasall, ja. Theoretisch ja. Vor allem, weil er mir negative Prestige hat, deswegen kann er sowieso keine Verbündeten mit reinholen. Die eine Tochter ist noch im Knast von dir. Das ist Lyginia! Lygiana, meine ich. Die hat es auch verdient, da zu sein, weil die nur lügt. Sagt, sie wäre unsere Tochter. Sagt Papa, Papa. Das ist der Papa. Nenn den Postboten Papa. Auch nicht als Verteidiger? Auch als Verteidiger nicht. Beim Bündnis musst du immer rein theoretisch die Leute erst dazu rufen. Aber er hat ja kein Bündnis. Deswegen steht ja, wenn wir Krieg erklären, würden wir nur gegen 828 Leute kämpfen. Es gab Postboten. Bei uns in der alternativen Zeitlinie gab es Postboten. Ja, schon relativ früh. Ich lass mal kurz auf Stufe 5 weiterlaufen. Damit hier ein bisschen... Merkenswerter Gast ist eingetroffen. Damit wir uns ein paar... Oh, hoppala! Uiuiui, wie teuer bist du, wenn ich dich ja in den Hof einladen möchte? Heirat arrangieren, na klar. 120. Er hat's aber drauf. Der hat aber keine Verbündeten. Darum geht's ja, der hat keine Verbündeten. Die hier sind nur Vasallen von denen. Ich schon wieder schwanger. Jeder ist sich selbst der Nächste. Martino spielt nervös mit seinem Ärmeln, als ich die Tür zu meinem Gemächern öffne. Was treibt er hier zu dieser Stunde? Bitte vielmals um Entschuldigung, doch ich muss euch unter vier Augen sprechen. Ich habe etwas sehr Interessantes herausgefunden. 4 mal 4 ist 16! Martino hat eines der Geheimnisse von Galerius aufgedeckt. Er ist bereit, es mit mir zu teilen, wenn ich ihn vom Haken lasse. Ich hätte lieber euch in der Tasche als ihn. Wobei, unser Ratskanzler... Ich meine, ihr könnt Forderungen stellen, verratet es sonst. Ja, hier, erzähl mir jetzt das. Wir haben das... Ungläubig ist der?
Ungläubiger. Lassen die Kriegsführung sprechen? Wir haben ein Druckmittel gegen die. Ja, aber hier würden die angezeigt werden sonst, die Verbündeten. Lygachus! Gibt's jetzt ebenfalls noch. Die nächste, die am Lügen ist. Die nächste, die am Lügen und am Flügen ist. Mögest du stark und weise werden, mein... Achso, das ist mein Sohn. Hoppala! Warte mal. Beim Sohn, dann können wir hier Francesco nennen. Mögest du stark und weise werden, mein Sohn. Wir können den erstmal halten. Sowohl Graf Henry von Provence als auch die genießen hohes Ansehen bei unserem Lehnsherrn, Herzog Angilboto. Wenn es jedoch um die Vergabe von Titeln, Ehren und Reichtümern geht, wird einer von uns immer Erster untergleichen sein. Die anstehende Zusammenkunft in Arles bietet mir die Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass die Gunst von Herzog mir gehören wird. Mit meiner goldenen Zunge sollte es ein leichtes sein. Ja, damit ist 0%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir das schaffen. Wir Vasallen sollten miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Das ist doch schon mal das Erste, was wir hier durchsetzen wollen. Das ist doch schon mal das Erste. So, jetzt bewegt er seine Truppen, weil er nämlich hier, Antonio wird erwachsen, einen kleinen Bauernaufstand hat. So, Bauernaufstand ist durch. Das heißt, jetzt machen wir Folgendes. Wir nutzen die Gunst der Stunde und machen uns zu einer Runde. Wir haben gesehen, es kommt nur eine Armee dabei hervor. Wenn wir also sagen, wir wollen unsere Ansprüche durchsetzen, kämpfen 1026 gegen 969. Er hat wenig Gold. Wir wollen den Krieg erklären. Wir holen uns unseren Titel zurück. Leute, ich sag's euch. Wir gehen hier nicht offline, bevor wir nicht diesen Titel zurück haben. Hoppala! Hoppala! Entschuldigung, mich reißt das einfach mit, wenn ich hier jemanden zerreißen kann. So, Vorsicht, wir gucken mal. Huch. Das hat mich mitgerissen. Das hat mich einfach mitgerissen. Eine österreichische Kompanie noch mit dabei zu haben, sollte eigentlich alles beenden. Wir nehmen die Österreicher mit rein. 16 Kriegsführung, ne, unnachgiebiger Verteidiger. Den schicken wir dann mit hier nach vorne. This is Genua! Hala. So, wir gehen nochmal hier drauf, auf Architekt. Dann kriegen wir nämlich vor allem, wenn dann die ganzen Gebäude, die wir bauen wollen, noch günstiger. Wie alt sind wir eigentlich? 36. Das heißt, wir haben noch was vom Leben, ne? Das ist hier halt einfach immer ein mega Verschleiß, den wir dazwischen bekommen. Erbe ist nicht vermählt. Halt, Moment. Vielleicht kriegen wir ja jetzt für unseren Erben noch eine gute Bündnismacht mit rein. Zum Beispiel der hier. Von Mallorca! Ey, cool. Kriegen wir umsonst noch Ballermann. Oder wir verheiraten uns einfach mit denen aus der Provence. Was Sinn ergeben würde, das würde tatsächlich Sinn ergeben. Aber die ist 0 Jahre alt, also. Ist vielleicht ein bisschen. Wir müssen mal ein bisschen lange warten, bis wir nochmal Erben bekommen. Hier drüben haben wir nochmal einen. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns mal hier verbünden werden. Richtung Norden. Wir müssen ja auch mal ein bisschen außerhalb unserer Grenzen denken. Vorschlag abschicken. Ah,
Hat er angenommen, weil dann können wir nämlich jetzt sagen, ah, schön, dass du da bist, dann hier, rufen wir dich doch mal in den Krieg. Und natürlich kommt er, als treuer Verbündeter kommt er. Wo sind seine Einheiten da? Komm mal runter. Packen wir die Armee zusammen. Du glaubst, du kannst meiner Familie Gebiete wegnehmen? Ich nehme deiner Familie die Gebiete nicht nur wieder ab, ich nehme dir und deiner Familie auch dein Geld und dein Leben und dann darfst du dich mit mir entschuldigen. Ja, so ungefähr kann ich mir das vorstellen. Aber ich habe eine andere Idee. Wir haben ja Francesco Sopranger noch hier und den könnten wir tatsächlich schon mal verheiraten mit, wenn wir nach der Bündnismacht schauen, mit der Dame Puel Bossonit aus der Provence. Dann haben wir nämlich hier direkt einen treuen Vasallen, der uns gut leiden kann und vor allem, der eine starke Armee hat. Da schicken wir dann unseren Vorschlag hin ab. Wahrscheinlich kann er dann nicht auf unserer Seite kämpfen, weil es halt sein Lehnsherr ist. Aber das ist gar kein Problem. Oder? Können wir den doch anfordern? Nee. Weil, wählt ein Krieg aus der oberen Liste, geht nicht, weil das der Lehnsherr ist. Aber damit kann er auch nicht gegen uns kämpfen. Falls sie auf einmal doch auf diese wahnsinnige Idee kommen sollen. 8 Monate, 19 Monate. Hier brauchen wir noch einen würdigen Nachfolger für den. Haben wir natürlich keinen. Wir sind verschuldet, habe ich gar nicht mitbekommen. Danke für die Information. Und wir können von unserem Glaubensoberhaupt Ansprüche erbitten. Naja. Noch sieht's ganz gut aus. Der König von Mallorca, genau. Wir sind der König von Mallorca. Wir sind der König vom Ballermann. Der beim Ballern alles kann. Der sollte die schon besiegen können, ja. Jetzt lassen wir das mal schneller laufen, damit ihr hier nicht die ganze Zeit einfach nur angucken müsst, wie wir hier vor Burgruinen stehen und ähnliches. So. Dann lassen wir euch mal schneller gehen. Ein gemeiner Dieb wurde zum Tode verurteilt. Ich wollte wissen, was mein Mündel Engelberger darüber dachte und erkundigte mich nach ihrer Meinung. Sie antwortete, dass das Urteil deutlich zu hart gewesen sei. Für ein derart geringes Verbrechen. Nun denn, sie hätte man die Eigenschaft gerecht erhalten. Ey, bleibst du wohl stehen? Ich verfolge den bis nach Meppen. Haha! Ey! Wer kommt denn hier noch an? Dann geh halt weg. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Na endlich. Jawohl! Die Hasen von Monaco. Mein Ratsspitzel Ruggiero, der für seinen Hang zur Weidmannskunst bekannt ist, bringt Gerüchte über Tiere mit, die in einem Reich gesichtet wurden. Ich höre viel aus Grafschaft von Genua. Das heißt, man könne dort vorzüglich jagen und zahlreiche stattliche Tiere streifen dort durch das Gelände. Der hat dich outplayed. Jetzt ist er tot. So, dann wollen wir das jetzt hier mal in der Zeit einnehmen, ja? Hä? Was wird denn hier angezeigt? Das byzantinische Kaiserreich soll dort erstmal walten und schalten, wie sie möchten. Schalten und walten und weiß ich nicht was alles. Ja, ich hab mit denen habe ich nichts an der Mütze. Da habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Oh, guck mal, wir können die als Mündel nehmen. Annehmen. Wo kommen die her? Die wollen nur ein bisschen plündern, ein bisschen marodieren, ein bisschen Stress machen. Ja. Falls ihr aber nicht plündern, marodieren oder ähnliches wollt und Strategiespiele mögt, lasst doch gerne ein Follow hier. 4-mal die Woche sind wir live, Dienstag, Donnerstags 19 Uhr, Samstag, Sonntags um 9 Uhr. Mit allem aus der Welt der Strategiespiele von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung. Wir haben vor allem Schwerpunkt auf Paradox Interactive mit Crusader Kings Victoria 3 und auch Stellaris. Aber bei uns gibt es auch ein Anno, ein Age of Wonders oder Railway Empire und Jagged Alliance 3. Also einfach gerne ein Follow da lassen und nicht verpassen, wann der Stream das nächste Mal live geht. Solltet ihr auf jeden Fall tun, denn damit tut ihr nicht nur mir, sondern auch der Umwelt was Gutes. Nämlich
Ihr seid zu Hause und guckt dann den Ranger-Stream, anstatt irgendwo Schabernack zu treiben. Lüktina wird erwachsen und verbreitet noch mehr Lügen. Magst du Warhammer 3 auch? Ich liebe Warhammer 3. Ich finde, es ist eines der besten Strategiespiele, die man so haben kann im Strategy-Bereich. Lügen und Wohlstand. Wohlstand hat auch kurze Beine, habe ich gehört. Ich hoffe, die kriegen wir jetzt nochmal. Jawohl. Jetzt bitte, haut ihm einfach mal einen auf den Dez drauf. Hier, die wird gefühlt. Also Engelberger ist wirklich keine gute Partie geworden. Bei dem, was wir aus ihr gemacht haben. Aber eine gute Partie ist es dafür, dass wir die Forderung durchgesetzt haben und endlich wieder das Herzogtum der Provence unter uns vereint haben. Das ist ja wohl auch das Wichtigste gewesen. Dass wir das geschafft haben, die Provence unter unsere Kontrolle zu kriegen. La Grande Provence, La Grande Provence oder wie ich auch gerne zu sagen pflege, La Grinde Provence. Und das alles nur mit einem Schwur, mit einem Hackebeil, dabei gehen wir steil. Und wir freuen uns so sehr, immer mehr, es geht richtig ab in das Grab. Dankeschön, Dankeschön. Das war der literarische Ranger. Ja, sieh, hör mal. Poetical Ranger, er schlägt wieder zu. Er ist immer da. Er ist immer da, immer nah. Bovin Ranger. Ratseinladung. Ja, ich kann Ratsmarschall werden. Cool, dabei habe ich doch gerade mal eine Kriegsführung von 4. Das ist vollkommen egal, in diesem Spiel kommt es nicht darauf an, wie viele Eigenschaftspunkte du hast. Es kommt vielmehr darauf an, welcher Platz gerade für dich frei ist. Möchtest du auch einen Platz finden, der zu dir passt, dann besuch doch unsere Seite bei Stepstone. Stellenportal im Mittelalter mit Ranger. Braucht noch einer Werbeeinsprecher? Macht einer professionell Werbejingles oder so? Dann, ich bin dafür zu haben, ne? Soll ich Werbung einsprechen? Kann ich. Zum Beispiel die beste Werbung bei meinem Partner Löwenanteil, den man gerade oben nicht sieht. Da bekommt ihr bestes Essen geboten, das ihr euch lockerflockig zwischendrin warm machen könnt. In einer Glasdose, wollte ich schon sagen. In einem Glas mit wunderbaren Zutaten von Spitzenköchen zubereitet. Was ich sehr, sehr gerne auf Arbeit verdrück. Immer noch. Weiterhin. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Schaut da gerne mal vorbei. Da kriegt ihr nämlich über meinen Link, der zwischendrin immer mal wieder im Chat gepostet wird vom Bot, weil das nicht von den Moderatoren gemacht wird. Ich weiß gar nicht, ob die Moderatoren den haben. Kriegt ihr 10% Rabatt auf das Essen und unterstützt dabei den Ranger noch zusätzlich. Und ihr bekommt vor allem was Vernünftiges zu essen. Nicht irgend so ein Pulverzeug oder eine Trinkmahlzeit oder was weiß ich nicht, was es alles mittlerweile Seltsames gibt. Die Trinkmahlzeiten werden ja mittlerweile auch bei Edeka verkauft, ne? Seltsam, Alter. Seltsam. Aber hier habt ihr auf jeden Fall was Vernünftiges zu essen. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass sie mit bei uns im Stream sind. Ups. 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 So. Wieder zurück. Jetzt haben wir den Herzog. Jetzt ist die Frage, ob wir als nächstes wieder bei den König von Italien reingehen. Ein Ratschlag. Ein Ratschlag, wenn du damit den Rat schlägst. Oder du schlägst einfach jemanden, der im Rat sitzt. Also, wenn Köche beim Befüllen spitz waren, möchte ich nicht wissen, was am Bonus drin ist. Noch zusätzlich ein kleines Krokantstück. Forsti, hör mal, also, ne? Kostenlos den Content konsumieren muss auch irgendwie finanziert werden. Stell dir das mal vor. Ich schlendere durch die Marktstände von Genua und eine schwere Geldbörse zieht mein Gürtel nach unten. Wie setze ich diese Münzen am besten ein? Gar nicht? Sparen? Häuser bauen? Ich bewundere die Waren eines örtlichen Schmiedes. Guter Stahl ist eine solide Investition, als mein Sohn und Erbe Antonio plötzlich an meiner Seite steht. Darf ich euch einen Ratschlag geben, Vater? Nee, was hast denn du überhaupt für ein Bart?
Seht euch den Stand des Juweliers dort drüben an. Seine Waren mögen einfach sein, aber das Potenzial ist überwältigend. Hm. 105 Gold? 10% weniger Armeeunterhalt. Wie viel bezahlen wir denn im Moment Armeeunterhalt? Ist jetzt irgendwie nicht so viel. Aber für 30 Jahre. Und für 30 Jahre mehr. Oh, okay. Der Bart ist genau negative von deinem Bart. Moment, ich soll ein Risiko eingehen, damit er mein Freund wird? Quatsch, wir machen das hier. Wir investieren einfach so in die Schmiede rein. So einfach ist das. Einfach mal in die Schmiede rein investieren und Spaß haben damit. Hasen in Genua gesichtet. Ja, wir haben keinen Erzjägermeister. Erzjägermeister, da ist die richtig harte Sorte davon. Unsere Tochter kann heiraten. Können wir einfach mal weglassen. Jägermeister kann Jägermeister saufen wie kein anderer. CK3 Hasen sollen besonders gefährlich sein. Ja, auf jeden Fall. Wie gefällt euch denn das DLC? Für all diejenigen, die es bisher gespielt haben. Wie gefällt euch denn das DLC? Tours and Tournaments. Ist es das, was ihr erwartet habt? Oder ist es vielleicht doch was anderes? Kann ja sowohl positiv als auch negativ anders sein. Vor allem nachdem Royal Court recht speziell gewesen ist, ne? In der 1,5 Liter Flasche, genau. 9 von 10, das ist schon krass. Wo die Bestie von Kainan Go. Soweit sehr gut. 7 von 10. 10,35 von 10. Ich finde es gut, es macht Spaß. Ich muss es erst selber testen. Mir gefällt es soweit gut. 7,5 von 10. Es hat halt viele neue Roleplay-Aspekte mit dabei, die es besonders interessant machen. 9 von 10, zu wenig Abwechslung bei den neuen Events. Aber dafür sind lange Eventreihen mit dabei. Was sagst du denn? Ich mag das DLC sehr gerne. Also für mich ist es genau da passend angesetzt, wo es Nachholbedarf gab. Also, dass es mehr inneres Roleplay gibt, dass man bestimmte Aspekte nochmal ein bisschen mehr forcieren kann. Also gerade auch diese Reisenmechanik finde ich einfach super. Dass man sich jetzt nicht irgendwo zu irgendwelchen Events hin teleportieren kann, sondern eine Reise dorthin planen muss. Dass man jetzt Turniere abhalten kann, wo man dann auch bestimmte Leute noch mit dabei hat, die man dann entweder zum Beispiel auch zur Strecke bringen kann oder die Meinung von denen verbessern kann. Festmahl ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt machen können demnächst, damit unser Herzogtum noch ein bisschen positiver dasteht. Also ich persönlich, ich mag das DLC. Ich mag das sehr gerne. Jetzt ist die Frage, ist der Preis gerechtfertigt? Es ist halt Langzeit-Support. Und eigentlich bin ich ein Verfechter von der Paradox-DLC-Politik. Aber das ist schon teuer, ey. Also für das, was reinkommt, ist es schon teuer. Spielt sich runter. Du hast nach dem Iberia-DLC was Schlimmes geahnt? Echt? Ich fand das Iberia-DLC super. Ich fand das Iberia-DLC grandios sogar. Aufgrund der Mechanik, die da mit hineingehört. Also das war für mich eines der besten DLCs überhaupt, die dazu gekommen sind. Und auch als niedriger Graf, das ist vielleicht auch was. Bei Roy Court könnt ihr immer noch nicht... Also ihr könnt ja nicht als Graf oder Herzog einen Königshof nutzen. Warum gibt es keinen Hof als Graf oder Herzog? Und das kann man jetzt wenigstens ab jeder Stufe benutzen. Wie schätzt du es ein, ob die Mechaniken im Multiplayer noch gut zu nutzen sind? Die sind nicht gut zu nutzen im Multiplayer. Die sind furchtbar zu nutzen im Multiplayer. Das haben wir gemerkt, als wir die Preview gemacht haben, haben wir das zusammen mit Strategie-Ecke gemacht. Und
die Events gehen so schnell vorbei, dass man die gar nicht richtig durchlesen kann. Da muss man eher intuitiv ein bisschen rumklicken. Bin gestorben, weil mir mein Nachtisch zu sehr geschmeckt hat. Bin neben meiner Frau aufgewacht und in der nächsten Nacht an einem Herzinfarkt gestorben. Ja, also der Preis ist wirklich diesmal etwas sehr hoch. Mit meinen Provinzen, Aufbau und Verwaltung, das dann immer mehr erweitern. Aber Interaktion mit deinen Provinzen und Vasallen hast du ja, wenn du Reisen machst durch deine Region. Da kannst du ja auch aussuchen, ob du zum Beispiel die Kontrolle erhöhen willst, durch welche Städte du reisen willst, hast in den Städten selbst Events. Also ich finde, gerade was die Provinzen angeht, da hat man schon mehr Interaktion Roleplay-technisch. Wenn du jetzt aber sagst, bei Aufbau und Verwaltung, ist es natürlich realistischer, dass die Vasallen sich darum kümmern als der König, ne? Muss man auch dazu sagen. Vielleicht ist das Haus zu klein als Graf. Aber da kommen ja trotzdem Leute hin, die was von ihrem Graf oder vom Herzog wollen. CK3 ist aber bei mir kein Karte anmalen. Ich glaube, wenn man das als Karte anmalen spielt, dann nimmt man sich auch viel vom Spielspaß weg. Warte darauf, dass es den Game of Thrones Compatch gibt. Ich habe das Gefühl, die Game of Thrones Mod spielt gar nicht mehr so eine große Rolle, jetzt nachdem sie draußen ist. Kann aber auch nur subjektive Wahrnehmung sein. Nicht Vasallen, sondern meine. Bergbau, Markt, Burg bauen, damit Interaktion reinbringen. Ach so, da willst du mehr Interaktion reinbringen. Ja, es gibt ja die Events, die in deiner eigenen... Kann ich nachvollziehen, aber würde jetzt auf meiner Prioritätenliste für die nächsten Content-Sachen nicht ganz oben stehen. Sagen wir mal so. Sagen wir mal so. Ist, denke ich, für den Singleplayer gut geeignet, besonders wenn man wirklich Wert darauf legt, seinen jeweiligen Charakter auszuspielen. Für den Multiplayer ist es auch meiner Meinung nach wenig geeignet. Wenn man das wirklich mitnehmen will, dann muss man ja fast auf Geschwindigkeit einspielen. Jetzt ist die Frage, wie sich das bei Events spielen wird, ne? Bei Crusader Kings 3 Events. Ich glaube, es schneidet sich mit der Hofhaltmechanik wegen Grafhof. Was genau meinst du jetzt? Kommt doch bestimmt noch, dass der Graf seinen Royal Court bekommt. Bei Stellaris werden doch auch alte DLCs noch verfeinert. Ja, aber das hätte meiner Meinung nach von Anfang an dabei sein müssen für den Preis von Royal Court. Das hätte von Anfang an dabei sein müssen. Wobei er ja damals bei Release billiger war. Die Preispolitik wurde ja nachträglich angepasst. Macht mir mehr Spaß als Vanilla. Ich glaube, das kommt darauf an, ob man mit Game of Thrones viel zu tun hatte oder nicht. Weil jemand, der mit Game of Thrones nicht so viel an der Mütze hatte, dem wird wahrscheinlich nicht so viel daran liegen. Chanton, grüß dich. Ungarn-Einfälle aufhalten und so. Die Grenze verteidigen. Aber nicht, dass wir zu sehr in den kriegerischen Bereich reingehen, ne? Klar, kriegerisch Bereich, den sollte man noch ein bisschen anpassen können, aber es gibt noch so viele Baustellen. Was ich zum Beispiel gerne hätte, wäre Handel. Oder tiefere Wirtschaft, in irgendeiner Form. In irgendeiner Form Handel und tiefere Wirtschaft. Das wären so meine Punkte. Es gibt eine Mod, die das hinzufügt. Aber es sollte meiner Meinung nach standardmäßig im DLC dabei sein. Colonity, hallo. Ach so, ja gut, aber dann muss man halt die Events ein bisschen runterbrechen und ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. If Graf, then das. Und ein Pest-DLC. Ich habe Crusader Kings 2 nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, inwiefern dieses Reaper's Due oder was hieß es, wie viel Einfluss das hatte.
So wie die ersten Schusswaffen. Amerika entdecken. Ich glaube, das ging in 2, oder? Weiß ich nicht mehr. Genau, um das auch auf finanzieller Ebene ausdrücken zu können. Da hätte ich richtig Lust drauf. Ich mag Handelssysteme grundsätzlich in Paradox Games. Es muss jetzt nicht so sein wie in Victoria 3. Kosch, hallo. Was ja wirklich den Schwerpunkt da drauf legt. Aber so ein bisschen, ja. Die Schwertmeister-Eigenschaft durch Turniere. Krankheiten waren in Reapers viel besser. Jetzt sind es komische Random-Events. Meinst du jetzt in 2 oder wo? Ja, genau. Die gildenmäßig weiterverarbeitet werden können. Also, dass zum Beispiel Genua, weiß ich nicht. Man könnte ja so ein Wirtschafts-DLC mit reinbringen, dass man einerseits vielleicht Ressourcen hat, die man dann weiterverarbeiten lassen kann, oder dass man sich halt auch so einen Handelshafen halt fokussieren kann. Aber es wird halt schwierig. Ich glaube, Crusader Kings ist halt einfach nicht auf Tall-Spielen ausgelegt mit der Mechanik, wie es ist. Die Pest ist in Crusader Kings 3 mit dabei. Ich habe noch nie die Pest gehabt. Guck mal, so lerne ich auch nach ein paar hundert Stunden immer noch was. Ich habe noch nie die Pest mitbekommen. Fehlensystem noch angepasst werden. Das wird, glaube ich, auch noch angepasst, weil Ränkespiel lohnt sich im Moment zu wenig. Ja gut, das ist hier absolutes Late-Game, ne? Wie häufig bin ich in einem Spielstand im absoluten Late-Game? Also, das kann durchaus sein, dass ich die noch nie hatte. Ich habe zu viele Katzen im Land. Hier, das war doch... mit wem hatten wir nochmal den Spieldurchgang, wo die ganzen Katzen da waren? Weiß es gar nicht mehr. Krankheiten woanders auslösen. Schick den mit den Blattern und den Syphilis. Los zu den Feinden. Japan und China. Boah, das wäre, glaube ich, zu viel mittlerweile. Mit dem Griechen. Nee, das war nicht mit den Griechen. Das war nicht mit, das war nicht bei dem Multiplayer-Event. Das war danach irgendwann. Oder? Oder hatte jeder Grieche da seine Katze gehabt? Nee, das war, Ach, was war das denn nochmal für ein Durchgang? Ich weiß es nicht mehr. Iberien? Das war ein Volk auf jeden Fall mit vielen Leuten mit langem grauen Bart. Ungarn! Hoppala, ich hab mich verdrückt. Ungarn war's. Mit Ungarn hatten wir die ganzen Katzen. Da war das bei. Die Reiterhorde. Ich will grundsätzlich nie sterben, deswegen. Ungarn war auch die Pest beim RP.
Miezekanzler, genau, der Miezekanzler war mit dabei. Der gute alte Miezekanzler, wir halten ihn in Erinnerung.